Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Ja. Für die Lauscher Lounge. Das war das erste Hörbuch. War dein erstes, ja. Ne? Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Es war mein erstes Bitterfotze und ich weiß nicht warum. Es war mein erstes Bitterfotze, danach kamen noch 30 andere Bitterfotzen. Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Jetzt ist er auf Pause, jetzt ist er scharf. Jetzt läuft's. So wie wir es mögen. Ja, ich muss gucken, nochmal einmal ganz kurz hier. Hat niemand was verstellt? Gut. Mhm. Sag doch mal was. Ja, hallo. Bist du scharf? Auf jeden. Okay, es geht gleich in die falsche Richtung. Nein, es geht in die absolut goldrichtige Richtung. So. Oh, geil, Handys aus. Ah ja, habe ich schon. Hast du? Ich bin professionell. Ja, sehr gut. Ah ja, prima, schreibt der Josef. Ich hatte mich noch gerade gefragt, wo die Gläser sind und ich habe sie dann gefunden. Okay. Er wusste Obwohl, es auch ich hätte nicht auch mehr. Aus so anderen Gläsern getrunken. Also es hätte jetzt gar nicht so stilvoll sein müssen. Das ist Tanja von Naro. Tanja kommt ursprünglich vom Ballett. Genauer gesagt wurde sie in jungen Jahren in der Berliner Tanzakademie von Tatjana Sowski ausgebildet, sammelte erste Bühnenerfahrungen an der Deutschen Oper und hatte an Schauspiel anfangs gar nicht so großes Interesse. Dennoch führte sie ihr Weg in die Kinderagentur von Annelie Rohrbeck und alsbald drehte sie auch ihre ersten deutschen Vorabendfilme für die ARD. Einem größeren Publikum wurde sie bekannt durch ihre Rolle der Luca in der Serie Aus heiterem Himmel. Nach einer privaten Schauspielausbildung an der frisch gegründeten Schauspielschule Charlottenburg und nach längeren Aufenthalten in Italien und dem Iran kam die Halbitalienerin zurück nach Berlin und stieß dort rasch zum Team von Oliver Rohrbecks Lauscher Lounge, dessen Tonstudio gerade im Aufbau war. Sie übernahm die Regie für die ersten Hörbuchproduktionen und ist bis heute fester Bestandteil des Live-Hörspielensembles. Zugleich brachte sie auch ihre eigene Karriere als Sprecherin voran und ist seit einigen Jahren hauptberuflich in den Bereichen Film- und Computerspielsynchronisation, Voice-Over, Hörbuch und Hörspiel tätig. Und wenn sie nicht im Studio ist, läuft sie Elias zufällig bei Street-Art-Ausstellungen und Hip-Hop-Events der Golden Era über den Weg. Und was die beiden sonst noch so gemeinsam haben, das hörst du jetzt. Viel Spaß! Kannst du dich nochmal einmal vorstellen? Ich möchte gerne sagen, kannst du einmal sagen, bei Hörgestalten heute mit und dann deinen Namen Was? Sagen? Einmal ganz kurz. Aber das macht ihr das sonst Machen auch. Wir nicht, aber ich mach das, möchte das. Heute Hörgestalten mit Tanja Fornaro. Ich wusste, genau deswegen! Genau deswegen! Ich wusste, ich sag jetzt keine Schimpfwörter, ich wusste es. Wieso keine Schimpfwörter? Das gerollte R wolltest du hören. Ja, ich wollte Fornaro. Fornaro. Ich höre das so gerne. Damit wir gleich wissen, woher der Wind weht. Ja, woher der Wind weht. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, ich habe Durst, ich will jetzt trinken. Ja, was du mir mitgebracht hast, weil ich habe ja gesagt, du sollst mich irgendwie überraschen mit irgendeinem Champagner. Guck mal, aus der Apothekentasche. Aus der Apotheke? Oh Gott, nein. Ja, ich war, weil das eine Kühltasche ist. Ja, ist eine Kühltasche, weil ich kürzlich im Stoffe transportiert habe. Nee, das ist Eis. Nee. Okay. Zwar habe ich mir überlegt, du hast gesagt, bring mir irgendeinen Champagner mit. Ja, nein, nicht irgendeinen. Guten, du hast gesagt, nee, Champagner trocken. Jetzt hast du so einen billigen Champagner oder so. Nee, aber ich dachte, der Kreis schließt sich. Ja, finde ich gut. Okay. Das ist nämlich derselbe, den ich mit meinem ersten Gast hatte, mit Tanja. Mit Tanja! Oh, das finde ich gut. Ja, da fühle ich mich geehrt. Und das ist ein der Montaudon. 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 Brü. Ach ja, da freue ich mich sehr. Oder? Ja. Da schließt freue ich sich mich, Kreis, dass sich der Kreis schließt, von Tanja zu Tanja. Von Tanja zu Tanja, auf dass es nicht die letzten sind, wobei mir akut gerade keine andere einfällt. Ja, nö. So als Hörgestalt. Nö. Nur eher als Sonderfolge vielleicht im Bereich. Als Sonderfolge. Aus dem Verlag oder so. Ja. Oder? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Na, aber lustig. Auch oder toll. Autoren. Finde ich gut. Ja, da gibt es ja auch eine, oder? Da gibt es ja auch einige. Ja, da hast du auch eine schon mal von versprochen. Tanja Kinkel. Was? Versprochen? Ja. Wie versprochen? Gesprochen. Also, das ist wirklich ja. Ja. Mm. Ja, und jetzt, so. Warte mal, ich mach die Augen. Ach so, ja, deine Augen. Hast du die versichert? Nein. Shit. Nein, nur die Beine. Das ist doch eine Unfallversicherung. Braucht man für die Augen. Eigentlich brauchst du das eher für den Mund, oder? Ja, für die Augen. Naja, gut. Jetzt kommst du hier schon total lidiert an mit Brandblase. Ja, mit Brandblase. Ich habe mir leider heißen Tee auf meinen Bauch geschüttet. Weil du mal wieder so überhastet warst. Ja. Okay, jetzt komm. Ich war unterwegs. Ja. Oh, herrlich. Super. Gucke mal. Okay. Ein schöner Sound.
Auf den Schaum. Ich lasse mal ein bisschen ans Mikro ran, damit man das noch besser hören kann. Und mitgenießen vor allem. Ja, stimmt. Du bist auch so ein bisschen soundaffin. Ja, Sound geil. Geil. Ja. Was ich meine, das ja, rede du ich leitest das an. In die richtige Richtung. Ich merke schon. Ja, ja. Du schließt den ja. Kreis mit Tanja. Ja. Okay. Stimmt, ne? Da war irgendwas, aber ich weiß es gar nicht. Ja, samten Geschäfte und so. Samten, ja. Auf, warum schenke ich mir eigentlich so krass viel ein und dir? Auf den guten Klang. Also, ja. Ja, stimmt, es wird nicht mehr so gut klingen jetzt. Es ist zu voll. Stimmt. Zu gierig. Aber wir trinken ja die ganze Flasche aus, oder? Bleibt ja, die wird Glas. Ja schlecht und sie ja. Hält sich ja nicht. Okay, also. Schauen wir, ne? Schön, dass du da bist, Tanja. Ja, ich freue mich, Elias. Mhm. Danke. Stößchen. Mhm. Chin-chin. Salute, ne? Was macht ihr sonst noch? Chin-chin. Oh. Ist so, ja? Ja, es wird sich immer so ein bisschen geplängelt an, aber. Prost finde ich immer so, nee, da müssen wir Bier haben. Ja, Prost ist eher Bier, klar. Oder? Das ist so. Boom. Ja. Ja. Nee, heute sind Krug. Wir fein, heute sind wir elegant. Und bling, bling. Mhm. Mhm. Sehr lecker, doch. Oder? Ja. Tanja hat geschwärmt, also ja, die erste. Hat auch einen guten Geschmack, aber ich weiß, dass sie so Champagner-affin auch ist, siehst du, das ist cool. Sehr, sehr gut, sowas mag ich. Mhm. Schön. Mhm. Ah, ja, herrlich. Wie geht's dir? Ja, also bis, ja, eigentlich ganz gut. Abgesehen von der Brandblase. Ja. Im Studio, aber gleich im morgens Studio, zu Beginn. Gleich morgens, ja. Sehr geschickt, aber da muss man durch und, ja, einfach auf die Geschichte konzentrieren. Auf die Geschichte. Außerdem, ich meine, ich kam ja, das ist eine schöne Überleitung. Ich komme vom Ballett, ne, da kennt natürlich, ja. Der Indianer kennt keinen Schmerz. So, jetzt habe ich dir die Vorlage geboten. Und du hast mir geklaut. Das habe ich eigentlich viel später vorgesehen. Aber nee, genau. Echt? Du kommst, nee, nein. Mach mal einfach, du kommst vom Tanz. Meine. Ja, naja, vom Ballett. Vom Ballett. Mhm. Ist auch so krass, weil ich dachte, genau, ich habe das auch nochmal bei Vicky nachgelesen. Mhm. Danach bei der Charlottenburger. Ja. Ach so. Ah ja, Schauspiel, ja gut, Schauspiel, aber das war ja irgendwann viel später. Viel später. Ja, ja, ja. Mhm. Aber so, für mich war der interessante Gedanke eigentlich, weil du bist ja auch sehr, wie sagt man, gestenreich. Mhm. Das heißt, die Bewegung ist ja schon auch ein Thema und Tanz. Ja. Und dann ja, diesen ja. Werdegang von diesem eigentlich dem größten Ausdruck mit dem, was man mit als Körper zur Verfügung hat, zu der absoluten Reduktion ja. Ja. Auf die Stimme zentrieren. Ja, und ich glaube, ich kann alles das sogar da einfangen. Noch mehr reduzieren. Also ich hoffe, dass es noch mehr reduziert wird. Was heißt das denn? Als Pantomime. Aber nee, aber da bewegst du dich ja genauso. Nee, stimmt, wie nee, ich meine, genau. Nee, noch mehr. Also jetzt mal wirklich. Wenn man jetzt vom Schauspiel ausgeht. Genau, also es war ja erst Tanz. Es war mein absoluter, ja, das Heiligtum in der Oper und alles. Mit Schauspiel hatte ich ja auch schon was zu tun als Kind. Aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen, weil ich einfach dachte, ja, Fernsehen, schön, ganz nett und alles. Aber Ballett und die Oper, das war halt das der heilige Gral. Und später, als ich mich dann umorientiert habe, also als Schauspielerei in Fokus gekommen ist. Aber warte mal ganz kurz, bei ja, Oper war ja. Auch dann Gesang für dich eine Rolle? Nee, nur in Opernstücken halt, das waren so meine ersten Erfahrungen auf der Bühne, was auch ziemlich lustig war, Anfang der 80er. Ja, ist gut. Also, ich meine, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht geplant. Doch, uns ja. Unterscheiden knapp 10 oder 9. Echt? Ach so, ja. Doch gar nicht so viel. Hm. Du wirkst. Und du bist ja vor allen Dingen, du bist ja einen Tag vor mir, also in Anführungsstrichen, stimmt. Geboren. Ja, du bist ja, du ja, bist ja, auch ein ja. Steinbock. Eben, wir sind beide zwei sture Steinböcke. Also du wahrscheinlich nicht so stur, aber ich bin schon stur. Du bist stur? Ja. Also ja. Halt, glaubst du, also ja. Glaubst ja. Du in Anführungsstrichen doch. An Sternzeichen? Oder ja. Auch an das, was ja. Der Steinbock ja, ja, ja. So pauschal, ja, was dem so nachgerufen wird? Doch schon. Ja, bist ja. Du Sammler? Bist du eher ernst? Bist du doch, strebsam? Ernst kann ich auch. Nur strebsam weiß ich nicht. Da war ich, zumindest als ich getanzt habe. Nee, aber so dieses sture Steinbock-Ding, ja, doch, doch, doch. Es kommt ja dann immer auf den Aszendenten. Ja, und brauchst du lange, um dich zu öffnen? Und dann bist du aber richtig da. Kommt wenn? Drauf an. Ich bin schon ein Typ, der sich, also früher habe ich mich viel zu schnell geöffnet und so. Jetzt teilweise auch von der Art, aber nee, aber ich bin auch schon, ja, mit ja, Vertrauen ja und glauben. So. Ja, nee, so ist es. Ja, das stimmt eben. Wir sind ja beide. Du am 3. und ich am 4. Nee, du am 5. so und ich am 4. Genau. Ja. 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 Lustig. Nee, wo waren wir? Ich habe dich unterbrochen beim Ballett und Tanz ja, und Ballett und Oper. Und das erste Mal, was genau. Wirklich ziemlich witzig war, also es war, glaube ich, 82, meine erste Bühnenerfahrung war die Premiere von Aida mit sage und schreibe Luciano Pavarotti auf der Bühne. Ach was. Ja, aber ich wusste es natürlich, ich meine, ich war viel zu klein.
Und ich dachte nur so, okay. Keine Ehrfurcht. Das ist das Beste, was man haben kann. Das Beste, was man haben kann. Und, ja. und das war halt damals. Also das Beste, da was man haben kann, ist keine Ehrfurcht. Naja, eine Ehrfurcht auf den Gewinn. Also gerade als Kind. Das zumindest ist einfach im Sinne cool, von Angst. Weil alle sich natürlich gesagt haben, oh ja, Pavarotti. Und ich meine, es war toll aufgestellt. Julia Badadi und ja, alle möglichen. Fischer Dieskau hat noch mitgesungen. Wird jetzt nur Opernkennern was sagen. Mhm. Deutsche Oper Berlin. Und ja, was lustig war, dass man das halt gesagt, okay, die sind da alle aufgeregt und das ist dieser Dicke, der war auch noch nicht so dick. Und das war auch noch nicht die Zeit der drei Tenöre, das war ja dann erst in den 90ern. Mhm. Aber dass man dann halt da auf der Bühne mitstand bei AIDA, schwarz angemalt, das würde man heute gar nicht mehr, Blackfacing, nein, ein Tabu. Aber ist so halt im äthiopischen Gefangenenchor, okay. Ja, das machen sie heute Tage auch noch. Heute casten sie dann aber... Einfach entsprechend, nein. Nee, nee, aber es wurde ja heute irgendwie so, nein, 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 kann man nicht machen. Gut, war aber der äthiopische Gefangenenchor halt mit AIDA. Und ja, das war das erste Mal, dass ich halt auf einer Bühne stand in der Deutschen Oper. Das war dann eher halt das, die kleinen Kinder. Und dann später wurde es halt ernster beim Ballett, wo man dann halt wirklich Tanzparts hatte. Mhm. Und da war es denn so, was auch ein Glücksfall war, das war dann mit die Inszenierung von Rudolf Nureyev, also vom Nussknacker, der es auch inszeniert, also choreografiert hat für die Deutsche Oper. Und es waren halt so, wow, cool. Aber es, wie gesagt, es war in der Kindheit, wo du dann sagst, ja, das ist einer der Berühmtheiten und der größten Tänzer. Mhm. Genauso, Gott, ich mache jetzt nur Name-Dropping. Mach doch. Nureyev. Mach doch. Baryshnikov. Ja. Ja. Und da war ich aber schon in der Pubertät und das war cool. Mhm. Also als er dann irgendwie bei einer Probe mal, und alle gesagt, ja, hast du gehört, der ist im Haus und der guckt sich jetzt die Probe an. Das war eine Durchlaufprobe, halt viele Stück für Cinderella in dem Fall. Cinderella. Ja, also und das war halt der Hit. Und wir waren nervös und aufgeregt und oh mein Gott. Und man muss sich besonders anstrengen. Und, oh. Ja, aber es war halt cool, unglaublich cool und auch, ja, gut, und aber irgendwie auch entspannt. Also, ich weiß nicht, wie das so heute wäre oder so in dem ganzen. Hast den Druck nicht so gespürt oder so? Es war einfach eher noch Abenteuer. Ja, es war absolut der Abenteuerspielplatz und ich bin auch dafür sehr dankbar. Also die Oper, das war halt. Weil sonst gerade aus dem Tanz kennt man ja auch die härteste Dressur. Das auch, und klar. Und das war, also ich meine, wir hatten da unsere zumindest wenn es olympisch sein soll oder so. Oder naja, olympisch in dem Fall. Also jetzt, genau, aber die große, das hatten wir auch. Ne, das war ja. Also ich hatte ja jeden Tag halt Training. Doch. Also ja, sechsmal die Woche eigentlich. Also bis auf Sonntag eben jeden Tag. Nee, das war schon eine harte Schule. Mhm. Eine harte, ja. Militärakademie. Parallel zur Schule. Parallel zur Schule, natürlich. Aber halt was... Oder haben sie dich freigestellt? Nee, so wie bei Anna. Ne? Anna, der Ballettfilm. Ja. Wo ich auch, das Cast, da hatte ich mal mit, aber ich war noch zu jung irgendwie für den Part. Das war irgendwann, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das war da mit Patrick Bach und wie ist sie, die Silvia Seidel, genau, die Anna gespielt hat. Okay. Das war dann irgendwann, ja, auch Ende der 80er, glaube ich. Naja, aber jedenfalls... eine sehr schön kunterbunte Zeit und trotz des ganzen Trainings, aber eben auch diese schönen Momente, wo man halt immer, wenn es Ballett gab, natürlich dahin gerannt ist. Mhm. Das heißt, gehst du aber jetzt privat immer noch? Nee, das ist so gucken? Ewig hier. Ja, ab und zu. Aber das haben sich auch, also ich meine, da meine Welt hat sich deine da Welt auch dann, hat sich ja. Und da bin ich auch froh, dass ich da nicht mehr in der Kristallkugel bin. Also es war eine, nein, weil ich meine, es ist... Einmal eine, durch die Zauberkugel! Ja, nein, es ist schön, es ist aber eine Phase des Lebens, es ist schön und gut, aber dann gibt es auch anderes. Also ich finde, ja, dann gab es Aufregenderes. Und dann war Fernsehen doch irgendwann interessant. Na, Fernsehen war dann nebenbei, unter anderem habe ich da... du warst bei Aulis Mama in der Agentur. Ja, genau, bei Annelie Rohrbeck. Und die hatte mich in der Oper entdeckt. Ja, weil sie mal irgendwie Kinder gesucht hat für irgendeinen Film, wo es dann so Ballettmädchen da auftauchten. Und da hatte sie mich halt entdeckt und hat gefragt, ob ich das machen will. Und da habe ich halt auch schon sehr viele Castings und so gemacht. Aber ich war da eher immer so ein bisschen der Typ. Von welcher Zeit sprechen wir da? Wie alt warst du da? 13? Nee, jünger. Jünger? Ja, jünger. 10?
Ja, ich glaube mit 10 hat er es, 9, 10 oder sowas in dem Dreh. Mhm. Und da fand ich das ja ganz nett, da hinzugehen. Aber für mich, dann dachte ich immer so, ach nein, aber es ist nichts gegen die Oper, also gegen das Ballett. Mhm. Halt aber die Institution Oper und ja, nicht irgendwelche Serien oder Fernsehen, was ist denn das? Mhm. Und auch synchron. Eine geile Haltung. Na, ich meine, ja, aber heutzutage ärgere ich mich, weil ich dann immer, was heißt ärgern? Aber ich finde es so schade, weil ich habe das damals nicht kapiert. Ich hätte so gerne, wäre ich auch in synchron, hätte ich gerne meine Erfahrungen damals gemacht. Mhm. Wie Simon das als kleiner Hosenscheißer Simon Jäger gemacht hat. Mhm. Genau, Simon Jäger. Und das wäre cool und gewesen. Und einige andere. Und eben einige andere, ja, genau, die als Kinder schon angefangen haben, weil es halt eine geile Zeit auch war. Und da hast du die alten Hasen. Es ist eine geile Zeit gewesen, eben, ja. Und du hattest Zeit, du konntest genau, lernen. Ich konnte lernen, du hattest die, was man eben heutzutage nicht mehr hat. Und das ist ein bisschen im Nachhinein bereue ich's. Und ich finde es sehr schade. Das kann ich jetzt nur noch eben aus Erzählungen höre ich es und so. Aber andererseits, hey, jeder hatte so seinen Fokus Weg, ne? Da und seinen Weg. Und es hatte seinen Sinn, warum ich das erst so, und ich habe das halt so mitgenommen. Und dann mit Annelie war ich das erste Mal auch bei den Montagsmalern. Da war ja Olli und Mego und Jens, die waren ja auch bei den Montagsmalern. Mhm. Also, und das war dann das erste Mal, vor live. Andreas Fröhlich, musst du sagen. Ich glaub, also Andreas, ja, stimmt, Andreas Fröhlich. Ja. Also ja, die genau, drei. Ja, die drei, genau, die drei. Aber die waren, glaube ich, irgendwie schon 8 Jahre vorher oder so. Ja. Ich war dann, wann war das, Mitte der 80er, wurden wir dann von der Oper eingeladen als Ballettkinder, Montagsmaler, mit Pan Am nach Frankfurt fliegen und dann mit dem Zug nach Baden-Baden. Die schöne Pan Am. Ja, die schöne Pan Am. Das ist so aufregend, denn als kleine Kinder. Und dann da, und wir sind jetzt bei einer Live-Sendung und lustig. Aber das hat man halt einfach so, macht man jetzt alles mal. Alles gegeben. Aber hast du dann einen Höhenflug gekriegt oder was? Gab es dann irgendwann die Bruchlande von wegen, hey, was ist da los? Nee, also so, diese das so Sachen gar nicht. Den Höhenflug oder diesen Snobismus, sag ich mal, den hatte man in meiner Oper oder beim Ballett, dass man sagt, ey, ich komme von da und schon mit 10 Jahren quasi, oder ja, was? Ja, und da wusste man da, da hat man so sein Ding gemacht. Und das andere habe ich halt so mitgenommen, war witzig und war aufregend. Aber ich war ja da eher noch auf diese andere Welt fixiert. Und das Gleiche war dann auch später, als ich, das waren 2 Jahre später oder so, beim berühmt-berüchtigten Traumschiff mitgemacht habe. Hast du? Ja. Mhm. Und das war 86 war das. Und, du hast da angeheuert und warst dann 4 Wochen da auf dem Schiff und hast gedreht. Oder was? Also, wie angeheuert? Ich habe ja nicht angeheuert. Nee. Hallo? Naja, hallo. Nee, du hast beworben, oder nicht? Casting, ja, genau. Also, beworben. Hallo, ich bin Ajo, ahoi, Tanja. Ja. Und ich mache, nein. Das war dann ähnlich. Das war natürlich cool. Wow, echt dahin. Aber 10 Jahre später war es ganz schlimm? Oder ganz wahrscheinlich. Nein, das war anders. Oder hat es weniger lang gedauert? Nee, ich glaube später, das ist ja jetzt so. Ich meine, jeder nimmt das mit und ich würde es auch wieder mitnehmen. Es ist schön blöd, wenn man es nicht machen würde. Also. Als Erfahrung? Aber, ja, als Erfahrung, bloß damals war ich halt 12. Also ich meine. Oh Gott. Du musst ja noch Begleitung haben. Ja, ja, und das war eben mit Annelie auch, die immer durch die ganze Welt geschippert ist, mit mir dann halt, also als Babysitter sozusagen. Und wie gesagt, es war witzig, aber dann dachte ich mir, aha, was machen die mit Drehen und so. Kein Heimweh gehabt? Nee, gar nicht. Bloß, wir waren in Bali oder auf Bali, sagt man in oder auf? Das ist immer so. Warte mal, ich höre, ich erinnere mich auf Bali. Auf, ne? Auf Bali. Finde ich auch irgendwie logischer. Auf der Insel. Oh. Ja, nicht in der Insel. Nee. Mittendrin. Moment mal, wieder meinen migrantischen Hintergrund. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Mhm. Das war damals ja nicht so überlaufen wie jetzt, irgendwie mit dem ganzen Massentourismus und so. Aber das konnte ich halt als Kind natürlich nicht so wertschätzen. Und so als Umweltverpester Nummer 2 oder so, 3. Eben diese ganzen Schrecken, da war es ja noch voll mondän, dahin zu fliegen und was Besonderes und auch damit so ein Kreuzfahrtschiff, cool. Ja. Aber warum ist das dann das Ballett in den Hintergrund getreten? Oder gab es eine Entscheidung, einen Break? Ja, der war auch so ein bisschen familiär bedingt. Oder was heißt, ja, doch auch. Also eigentlich schon. Weil ich dann, habe ich meine Schule geschmissen halt. Ach, du hast abgebrochen? Ja, ich Du bist eine Abbrecherin. Ja. Okay. Also mit 17, kurz vorm Abi. Und hat sich auch hier einiges ballettpolitisch geändert. Und dann wollte ich auswandern. Oder ich bin ausgewandert. Mhm.
Ich bin dann nach Italien ausgewandert, weil ich gedacht habe, nö, Deutschland finde ich hier alles scheiße und sonst wie. Und ich gehe jetzt weg. Okay. Und dann bin ich halt zum Rektor gegangen und habe gesagt, so, ich kündige, ich habe keine Lust mehr. Du hast Schulpflicht. Ja. Aber nur bis 16, ne? Nö, nein, eben bitte. Bis 16. Also, du weißt ja so. Stimmt. Und der hat mich natürlich gedacht, ich habe eine Knalle. Hm. Aber es war für mich eh klar, dass ich jetzt nicht studieren will und so. Und dann das ganze System fand ich eh so verlogen, immer so, ja, nur büffeln für die Arbeiten und sonst wie. Das war dir schon klar alles, ja? Ja, ich fand das immer enorm blöde, wo ich dann dachte, okay, es gibt die Sachen, die mich interessieren. Die Ballett. Mich nicht interessieren. Nein, also ja. So ein Typ. Ja. Nein. Nein, aber wir kommen auch auf andere Interessen. Literatur oder sonst was, ja. und eben nicht Mathematik, Physik und sonst wie. Und das Schulsystem war damals auch noch ganz anders. Heute ist es vielleicht besser oder es gibt bessere Systeme. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es dann immer so, ja, dachte ich, wozu denn? Ich will jetzt nicht irgendwie ein Fach studieren. Mhm. Und deswegen dachte ich, nö, gehe ich jetzt erstmal weg. Mhm. Dann war ich halt ein Jahr in Italien. Habe aber Gott sei Dank gesehen und da die super Erfahrung gemacht, dass eben das auch nicht das Paradies ist auf Erden, was mich dann ein bisschen runtergeholt hat. Und dann bin ich halt wieder zurück. Und dann dachte ich, okay, irgendwie mache ich jetzt was. Und ein bisschen gedreht hatte ich ja schon. Mhm. Und dann habe ich halt... Sprechen wir von den Mitte 90ern? Weil dann nämlich gelesen, bei unser Charlie hast du nämlich auch mitgedreht. Ja, aber das waren ja so unwichtige Sachen. Also so, ja. Kleine Rollen. Ja, oder was? Aber das ist also eigentlich die größeren, die kommen ja dann später. Ja, ich überlege gerade noch, weil für mich das, also ich ja, ein paar Jahre unterscheiden uns ja, und ich glaube, unser Charlie habe ich damals auch ein paar Folgen mal gesehen. Mhm. Und ich glaube, ich habe das total für mich amerikanisiert. Also ich meine, weil das wahrscheinlich gab es auch eine Vorlage oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Und ich habe das gleich so mit Duck Terry oder sowas in eine Ecke geschoben, weißt du, mit dem schielenden Löwen und so und dem Schimpansen. Ehrlich gesagt, ich habe das auch nie so, also ich meine, da hatte ich mal irgendwie so ein paar Drehtage. Also das war dir egal? Ja, nee, da, ich weiß gar nicht. Also das war jetzt nicht so das, nee, komischerweise. Ich weiß, dass es mal da irgendwas war, aber jetzt nicht so konkret oder so. Und dann bin ich halt hier auf eine private Schule gegangen in Berlin. Ich glaube, ich hatte mich sogar mal, Was, die Theaterwerkstatt jetzt, oder was? Ja, genau. Das ist jetzt die Theaterschule Charlottenburg. Heißt ja, die, jetzt heißt die so, okay. Ja, genau. Aber, weil ich habe nämlich gelesen, da steht bei Wiki, staatlich anerkannte Ergänzungsschule. Was ist denn das? Wiki? Ach so, da Wikipedia. Ich meine Wikipedia. Nein, aber da sind doch die letzten, ich weiß nicht, wer die da reingestellt hat oder so, aber da sind ja so unfundierte Sachen, oder? Da, bei dir stehen Filmbeispiele, glaube ich, nur zwei oder drei. Ja, aber gut. Musst du mal jemanden drauf ansetzen. Wer ist immer auf meine Website gegangen? Ja. War ich, glaube ich, auch kurz. Aber ich glaube, ich habe dann nicht den Schritt mehr ins Archiv gewagt. Ich habe dann nur die erste Seite. Nein, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Aber da sind ja meistens so ominöse, oder ich weiß es nicht, ob ich immer denke, aha, echt? Ach so. Da streitet ja in Anführungsstrichen im Idealfall streitet da eine Community, was relevant ist und was nicht ist. Ob die Person überhaupt relevant ist, dass sie bei Wikipedia auftaucht. Ja, das weiß ich auch nicht. Genau, ich solche Streits gibt es da dann ja durchaus. Gut, durch Filmdatenbanken oder so kommt man da, glaube ich, wahrscheinlich rein, wie bei IMDb oder so. Ja. Aber manches ist da... Okay, sagst du IMDb? Nicht. Ja, IMDb. Okay, sorry. Nein, also das ist just Gewohnheit. Ich sag nur so IMDb. 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 Ja. Deutscher Gewerkschaftsbund der internationalen Filmwertung. Stimmt, ich habe das noch nie so englisch gesehen. Ja, International Database, bla bla. Naja, richtig. Wo waren wir? Du hast dann hier die private Theaterschule angefangen. Genau, das habe ich so mit nebenbei mitgenommen, weil ich da irgendwie reingerutscht bin. Genau, weil ich den Leiter... Ja, da bin ich auch wieder reingerutscht. Okay. Nee, weil mich da, glaube ich, der Leiter, der hatte mich irgendwie angesprochen. Das war dann noch vom Ballettzentrum, wo ich ein bisschen trainiert habe noch. Der hatte dann eben die Schule eröffnet oder wollte sie eröffnen und meinte, ja, ach Tanja und so, hast du nicht Lust? Und dann bin ich da... einige Zeit gewesen. Genau, in der Gründung ist es. War sogar die Gründungsklasse. Ah, ja, das ist geil. Wie gesagt, Versuchskaninchen. Ja. Kann auch zusammenschweißen. Das war halt, und die Sache ist so mit staatlichen Schauspielschulen, ich glaube, bei einer hatte ich mich mal beworben. Sogar die Ernst Busch, die haben mich nicht genommen. Hm. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt... Nein, aber ich hatte auch nicht diesen... Ja, den passenden Ehrgeiz dazu, oder ich wollte es auch nicht unbedingt. Was ist da los als Steinbock? Nee, was wolltest du nicht? Denn? Was wollte ich denn? Nee, ich glaube, ich wollte nicht mehr dieses Gedrille und dieses, das hatte ich beim Ballett alle schon Jahrzehnte.
Und die wollen keine einen Lust. Stempel aufsetzen. Genau, deswegen darfst du ja auch nur ein gewisses Alter haben, damit du noch, genau. Masse. Und ich hatte schon da zu viel Erfahrung. Also ich meine, natürlich nicht auf der Sprechbühne, aber auf der Musikbühne. Und ja, ich glaube, da war ich einfach schon zu eigensinnig und zu... ja, nee, das hat irgendwie nicht geklappt. Und das hat mich auch nicht so interessiert, so, dass ich jetzt da mich noch da und da bewerbe und unbedingt die klassische Ausbildung machen will, um in die Theaterrichtung zu gehen, was ich jetzt auch nicht unbedingt so wollte. Dann habe ich halt diese private Geschichte mitgenommen und ziemlich schnell hatte ich, da war ich auch noch bei Annelie, hatte ich dann Casting für die Serie Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Genau, und was einfach, das war schon toll. Also ich meine, es war echt eine andere Zeit natürlich auch. Wann war das? Ende der 90er? Aber hilf mir, das ist schon eine ARD-Vorabendserie, oder? ARD-Vorabend, aber noch die klassische Vorabend, also wo es noch, ich glaube, es waren 50 Minuten. Lindenstraße, nee, länger also. Ja, 50 Minuten und so die alten noch, ich sag jetzt mal, das war noch nette Unterhaltung. So. Mhm. Und später, ich weiß nicht, ich verfolge Fernsehen seit, ich glaube, fast 15 Jahren oder länger nicht. Ich weiß nicht mehr, was abläuft oder gibt es Soaps und was weiß ich was alles. Aber das war halt total schön. Das war ein super Cast in München am Starnberger See. Und ja, aufregend natürlich auch. Mhm. Ich habe eine junge Cellistin da gespielt. Also es war eine tolle Kollegen, super tolle Kollegen. Das ging auch eine Weile wahrscheinlich, oder? Ja, zwei Staffeln, also die letzten beiden Staffeln. Das waren dann schon ja gute zwei Jahre eigentlich, ne, die man da dann verbracht hat. Ja, und Hauptcast halt, was natürlich auch nochmal cool ist. Ja, voll. Und danach habe ich dann ziemlich, das ging ziemlich schnell, noch eine andere Vorabendserie, die ich aber jetzt nicht so doll fand. Mhm. Ja, es ging um Snowboarder. Warte, aber heute interessiert dich das aber brennend, oder? Nee, auch nicht. Immer nur, oh Gott, nee, ist es gar nicht meine Welt. Und das war denn, es rutschte schon so in diese typische, sage ich mal, wahrscheinlich wie es jetzt immer noch ist, Vorabendserie. Oder ich weiß es nicht, aber es ist nicht so mein Ding und nicht so meine Welt und ja. Aber erstmal sicheres Boot und ja, klar, aber jetzt ja heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich meine, damals war das cool. Also zu Zeiten, sage ich mal, von Aus heiterem Himmel, das war, da habe ich dann immer die Wochenendflüge nach Hause bekommen, also sprich Berlin, wo ich gewohnt habe, eben, ja, immer noch wohne. Und heutzutage ist es schon anders. Auch von diesem Aspekt aus gesehen. Okay. Halt und es hat einsparen. Mich nicht so gereizt und dann hatte ich ja irgendwie andere Möglichkeiten. Wann waren das? Das war ja Anfang der Nullerjahre, glaube ich. Da Anfang bin der Nuller. Ich dann, da hatte ich was Aufregendes auf dem Schirm und da bin ich dann ausgewandert in den Iran. Mhm. Ja, und das fand ich irgendwie aufregender als in Vorabendserien oder so. Und dann kommst du zurück und wirst meine Kollegin. Ja. Beziehungsweise du warst schon da, als stimmt, ich stimmt, kam. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau, ich war eigentlich schon da, weil das war denn die Zeit, also jetzt Vorspur. Nein, ich meine, wir können auch gerne, da habe ich dann meine Lebenserfahrung gemacht und meine kulturellen Erfahrungen. Und als es dann genug war im Iran, im Orient, bin ich dann halt wieder zurück nach Deutschland und zu der Zeit hat halt Olli gerade hier das Label gegründet, also die Lauscher Lounge. Und das Studio bezogen. Und auch, das Studio, ne? Bezogen. Mhm. Und es waren eigentlich die Anfänge mehr oder weniger. Also Hörbuch gab es schon ein bisschen länger, aber so, wo es wirklich langsam angefangen hat zu boomen. Ja. Also auch natürlich mit Audible. Klar, war ja von vornherein. Was wir auch in den Anfängen noch, also von München nach Berlin gekommen sind. Und das ist schon cool. Ich meine, das sind jetzt über 10 Jahre. Über. Mhm. Über 10 Jahre, genau. Und ja, und da hat sich denn zumindest, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, weil dann ging es eben um den Bogen zu bekommen. Also es war eben Tanz vor der Kamera. Ja, so deutsche Serie und so. Ja. Aber und dann auf einmal ging es ums Wort. Mhm. Um sprich Hörbuch. Ja. Noch besser. Und Hörspiel, Live-Hörspiel. Und Hörspiel, eben sehr viel Live-Hörspiel. Eigentlich hat es mit Live-Hörspiel eigentlich, auch ich wollte jetzt sagen, so hat es angefangen. Ja, ja. Und so empfinde ich dich auch. Weil da habe ich das Gefühl, da bist du auch in deinem Element. Ja, ich liebe es. Live-Hörspiel ist einfach cool.
Kannst du ja ablesen. Kann ich ablesen, warte mal, hier. Jetzt aktuell, guck mal, ja, ich glaube, so in unseren Podcast-Hörspielen ist gerade, glaube ich, auch noch... Sleepy Hollow, glaube ich. Sleepy Hollow oder der Hexer kommt demnächst. Ja, stimmt. Kommt ja, demnächst. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne da nicht. Gibt einige. Piroschka hast du ja auch mitgemacht. Diese ganzen, naja, die Klassiker irgendwie mehr oder weniger schon, die Lauscher-Lounge-Klassiker. Dracula hatten wir auch ganz am Anfang. Und das war so toll. Da bist du auch eine Rampensau. Echt? Bin ich da eine Rampensau? Ich finde schon, also du genießt es und das ist schön. Das überträgt sich. Ja, aber Rampensau, genau. Aber die ganzen Kollegen sollen gefälligst, nein. Du bist schon ein Teamplayer. Also. Ja, und ich liebe es halt, und das muss ich sagen, es ist aber eine spezielle Sache, was ich hier auch gefunden habe, oder Lauscher Lounge eben, das ist Family. Also für mich ist es wirklich Family. Und das meine ich auch von Herzen so, wo ich dann sage, wow, die Atmosphäre ist einfach geil. Ja, also den so kann man da auch relativ lange aushalten. Ja, ja, und wir haben halt Spaß, auch besonders auch behind, also ich meine behind the scenes. Ja, behind the scenes, genau. BSTH, behind the scenes. Shit, mit dem Champagner geht es ja gar nicht. Nein, aber dass wir, ja, wir haben da unseren Spaß und ich denke, das überträgt sich hoffentlich auch auf die Leute. Also, dass man dann sagt, ja, total. Das ist jetzt... das ist das Coole und das liebe ich. Also an Live-Hörspielen. Und ja. Klar, ursprünglich aus dem Bedürfnis her entstanden, den Prozess aus dem Studio quasi erfahrbar zu machen. Genau. Mit den Fehlern oder auch mit dem Fehlern, Suchen teilweise. Weil es wird ja nicht komplett, genau. Also zumindest nicht bei der Lauscher Lounge, wird es nicht durchgeprobt. Nee. Ihr habt vielleicht mal eine Trockenübung vorher und jeder hat seinen Text und der kann ein bisschen vorbereiten. Und man aber alles sich da andere rein. Ist... Aber man ist halt auch safe. Professionelles Timing. Genau. Weil man sich kennt und weil man vielleicht. Weil man sich kennt und weil man da geborgen ist und aufgefangen wird und eigentlich keinen auflaufen lässt, so. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und, Weil als mit dem Anfang des Studios hast du ja auch viel Hörbuchregie gemacht. Also genau. Das, was ich ja auch sehr lange gemacht habe. Genau. Eben, du weißt ja, wovon wir reden. Und da war ich halt sehr dankbar, dass ich so viele tolle... Das ist eine geile Schule auch, ne? Ja. Fürs selber. Es ist die beste entwickeln. Schule. Unabhängig davon, also ich mache ja gerne Blödsinn auch. du auch, ne? Passiert. Ja. Nein, und dass man so viel Spaß auch dabei hatte und so tolle Leute kennengelernt hat. Ja. Also tolle Kollegen. Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Ja, eben. Das kann ich mir vorstellen, wo man weil es eine sehr intime Arbeit ist, wo man sich, sowohl die Schauspielerin öffnet sich, muss sich öffnen, um diesen Stoff lebbar zu machen. Ja. Und dadurch entsteht automatisch eine Intimität schon mal, die vielleicht in anderen Verhältnissen so nicht passiert. Mhm. Und dadurch passiert es, dass man unmittelbar in den Pausen anfängt zu quatschen, als würde man sich schon seit 10 Jahren kennen. Seit Ewigkeiten kennen. Und manchmal bleibt es aber auch auf diesem Level, was auch total okay ist. Ja. Also man schafft es dann vielleicht nicht, irgendwie noch im Privaten sich zufällig zu sehen. Ja. Wobei wir uns zufällig immer sehen. Das ist auch so geil. Stimmt, bei wir sehen uns immer. Okay. Wir sehen uns das letzte Mal. Wo sehen wir uns denn? Bei Tony Touch im SO36. Ja, geil. DJ-Legende für mich als alter Hip-Hop-Hase. Absolut. Aus den frühen 90ern, der den ganzen geilen New York-Shit quasi für uns hörbar gemacht hat. Auf seinen legendären Tapes. Ja. Und, Immer wenn der in Berlin ist, pilger ich dahin. Und, aber was hast du mit ihm am Hut? Wir springen, ist egal. Aber was hast du mit ihm am Hut? Na, ich liebe Hip-Hop, Mann. Ja, du liebst Hip-Hop. Und du hast einen Partner, der... Ja, okay, der hat auch natürlich viel mit Musik zu tun. Also ist auch DJ. Musikjournalist und Moderator auch. Moderator und so. Und macht klar, dadurch habe ich natürlich immer die guten Verbindungen, dass ich dann direkt auch bei Tony Touch auch Backstage und Eintritt, nicht Respekt, anstellen. Nee, zack, nicht anstellen, links vorbei, einfach an der Küsse Reihe links, vorbei. Genau, Küsschen links. Mein Respekt aussprechen. Und so und einen auf coolen Typen machen. Nein. Aber dafür hat es auch noch die Zeit, in den 90ern quasi. Oder in den 80ern. Hip-Hop nee, das war dann eher meine Partyzeit, als ich dann Ballett aufgegeben habe und so und als ich dann hier exzessiv Nachtleben genossen habe. Ja. Nachtleben hast du genossen? Nachtleben genossen, ja. Darauf mal. Naja, so die Party halt. Ja. Also die Partyzeit. Das heißt, die Partyzeit war in den 90ern in Berlin? Ja, also für mich jetzt. Für meine 80er, da bin ich noch zu jung, wie gesagt. Da war Ballettwelt, da habe ich leider die Punk-Szene nicht so mitbekommen. Aber sprechen wir von den frühen 90ern schon noch? Mhm.
Weil es ist ja schon geil, weil kurz nach der Wende es super viel Freiflächen gab. Genau, großen, das waren die, allen, die ersten ganzen dreckigen coolen Clubs, die ganzen Underground, die Schmuddelclubs und... keine Touristen. Nee, keine EasyJet-Koffer, Italiener. Berghain war einfach nur für die Fetischleute, Jungs. Nee, ja, und das, also diese ganze Aufgeregtheit, die gab es natürlich auch und ja, ich war mittendrin und bestimmt auch sehr aufgeregt. Aber eben nicht Techno, sondern eher Hip-Hop. Naja gut, Techno, ich war sogar bei den ersten Love Parades, aber noch auf dem Kudamm und das war noch kultig. Das war noch nicht so dieser Ausverkauf dann später. Aber es war halt cool, da ist man auf Christopher Street Day oder das Ganze ist man halt, das war noch nicht so abgegrapscht. Aber wahrscheinlich ist es, sage ich das nur, weil ich jetzt älter bin und das schon alles kenne und es natürlich langweilig ist. Wo man dann sagt, ja. Ja, und okay. Irgendwann ist er auch vorbei mal mit dem ganzen exzessiven, extrovertierten Gefeier. Ja, das findet man dann Affi. Oder jetzt muss ich immer schmunzeln und sage, ach, wie süß. Oder Affig finde ich das nicht. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis. Ja, oder? Genau. Affig ist jetzt also vielleicht ich tanze zum Beispiel, ich halte es zum Beispiel gar nicht mehr aus, weil heute ist ja Primetime quasi morgens um 5 eigentlich. Na gut, wenn du jetzt einen Headliner-DJ sehen willst in einem Technoladen, ja, das nervt mich dann auch. Fängt er nicht um 1 an, sondern um 5 oder so. Und denkst so, sorry, aber so nee, dann, das ist mir auch dann zu blöde. Ich bin mittlerweile schon in dem Modus, ich gehe sonntagvormittags dann oder mittags einfach los. Das ist ja nett. Nüchtern, nach dem Frühstück, kleines Glas Sekt. Und dann, weil ich gerne tanze ich halt noch eine Runde, aber ich kann mir nicht mehr dieses 2 Stunden Schlange geben. Nee. Das ist irgendwie mir auch alles dreckig viel zu kalt draußen und dann und 24 Stunden. Nee, das hat man gemacht und das ist auch gut. Unterwegs okay, sein. Aber ja, das kann ich auch nicht mehr. Und es ist eine andere Zeit in Berlin. Aber so, bei Hip-Hop war das ja eh nicht so. Da hat man ja, da war, das war nicht so exzessiv wie jetzt, oder? Nee, nicht im, so. Im Sinne von in den so Rauschtanzen, egal ob mit oder ohne Drogen. Nee, aber und so dieses, mit, genau, bis morgens aber dieses um 9 mit dem Tanzen und so, das mag ich, deswegen liebe ich es einfach so, dass man da, ja. Hast du noch mal Urban Dance, irgendwelche Unterrichts? Nee, komischerweise. Phasen gehabt oder Nulle, sowas? Gar nicht. Nee, ich bin da eigentlich eiskalt, einfach von meinem Freestyle, von meinem Körpergefühl. Yeah. Dass ich dann sage, oh, wie geil. Und leider auch wahrscheinlich gar nicht oft auf die, so abgefahrene auf die Texte oder so. Wo ich dann sage, oh, was für ein Show, wie scheiß. Hallo, hallo. Ist mir aber vollkommen scheißegal. Aber ich glaube, das geht jedem so, der mit Hip-Hop anfängt. Weil also, du hast 80% nicht verstanden. Eben. Und heutzutage ist so, der Beat ist geil, genau. Aber der Beat ist geil. Ja, und die Stimmung. Die Stimmung und da ist mir der Beat und die Stimmung. Die Emotionalität ist es gut. Mir denn oft, und ich glaube, ich finde wahrscheinlich auch die schlimmsten Sachen, da finde ich richtig geil. Komm mal raus. Ja, weiß ich nicht, ich kann jetzt gar keine Titel oder so, aber ich merke das immer. Interpreten hast du noch 2, 3. Tony Touch ist ja, gut, ist ein DJ, rappt ja auch zwischendurch mal. Aber Trap Called Quest. Ja, die machen doch. Nein, die machen politisch korrekt. Conscious Rap, die auch, ja, aber so andere, was weiß ich, Cool J oder irgendwie so eine alten Hasis da. Ja, aber der hat ja seine Berechtigung, der ist doch. Der hat ja, nee, finde ich auch und ich mag das und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder eins von denen, ich wäre denn auch gerne so ein Bad Boy. Aber was, das heißt, wenn du Bad Boy, das heißt, bist du eher West Coast Fan gewesen als East Coast? Nö, beides. Da mache ich dann nicht so. Ja, so ein Unterschied. Also ich weiß, es ist aber musikalisch ist es, finde ich, gab es eine lange Zeit natürlich. Da, dass es einen großen Unterschied gemacht hat. Ja, aber ich einfach, wie gesagt, für also mich, wenn das nett, wenn der Beat nett ist. Wenn der Beat ganz nett ist und einem so richtig einen um die Ohren klatscht. Ja, dann, dann ist es halt cool. Also, schön. Ja, witzig. Okay, jetzt den Bogen. Wo waren wir? Ja, wir haben uns, weil wir uns zwischendurch privat immer treffen, wo ich nie mit dir rechne. Das war mal sehr witzig. Das andere Mal in the House. Genau, das ist ja so. Obwohl das thematisch Street Art. Hip-Hop, Street Art, Street Art-Ausstellung von diesem cool ehemaligen Bankhaus, ne, was genau, da abgerissen wurde. Genau, ja. Mega geil. Das war auch cool. Du hast wenigstens noch alle Etagen geschafft. Das war der letzte Tag, oder? Nee, ich war bei der Premiere da. Und du auch. Ja, also da waren wir bei der Eröffnung, genau, wo bei der so Eröffnung, wo es aber keine Bücher mehr gab, also keine Kataloge. Ja, genau. Aber das war mir nicht so wichtig, aber ich bin halt so reingekommen, dass ich von unten nach oben angefangen habe und es gab, glaube ich, 5 oder 6 Etagen. Ich glaube 6. Na, wir hatten wieder den speziellen Zugang. Und das, ja genau, und ihr hattet den speziellen Zugang, ihr wart ein bisschen früher da und deswegen, du kamst mir oben entgegen und ich durfte auf einmal nicht mehr hoch, weil die haben angefangen von oben. Okay, genau, von oben ran quasi niemanden mehr reinzulassen. Und ich hätte einfach andersrum anfangen müssen. Hätte einfach gleich nach oben gehen müssen und mich dann abarbeiten. Dann wäre vom Timing super gewesen. So fehlt mir eine Etage. Ja, na gut. Und das ist das war ja der Reiz an dieser Geschichte. Klar, sie haben diesen Bildband gemacht, den man sich wahrscheinlich irgendwo noch ersteigern kann wieder, für viel Geld. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist ja auf Zeit. Es war ja mit vornherein, ich meine, die Leute haben sich da ausgetobt über wirklich intensive
Wochen oder so teilweise. Was aber jetzt ganz viele Nachahmer hat, ne? Also ich meine, was ja auch gut ist. Ich meine, aber es ist halt weg. Es ist, das ist weg. Du, das, ja, aber es gibt so, viele die Kunst neue selber Sachen. Ist weg und es ist. Ja, natürlich, klar. Aber apropos, ich finde es auch zum Beispiel, was ich sehr gerne, wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du denn gerne, um runterzukommen? Privat und so? Ja, privat gibt es irgendwie bei mir gar nicht. Ach, hör auf. Nee. Ist alles Inspiration ja. Und so. Für ja, es hört sich jetzt so hochtrabend und doof an. Natürlich, nee, es gibt los? Arbeit und bestimmte Sachen sind auch, ey, überhaupt nicht Steinbock, die Alte. Nee, komm her. Ja, aber ich habe noch was da drin. Nee, möchtest ich trinke das erstmal aus, okay. Oder? Obwohl, ich nehme mach mal auch, ja, stimmt. Shit, ich habe viel zu wenig heute gegessen. Gott sei Dank sieht man mich nicht. Hm. Dann machen wir doch ein Selfie gleich. Ach ja, warum macht man das nicht am Anfang? Warum liest man auch nur am Anfang? Stimmt. Ja. Oh Gott, das ja auch noch. Oh nein, nein, nein. Es hat sich in der Regel so ergeben, dass es eigentlich, dass die Leute ja, Prost, lockerer werden zum Ende hin. Zum Ende hin. Locker sind wir ja. Ja. Oder? Ja. Wo waren wir? Kunst. Ja, genau. Was zum Runterkommen? Was machst du? Was machen du? Sie denn Kunst so? Ist für dich zum Runterkommen, oder? Nein, ja. Warum sage ich immer ja? Nein, ja. Nein. Mach das mal mit dir aus. Ich gerne ja, auch. Ich mach das. Quatsch, alles gut. Ich finde es so schön, weil da keine Geräusche sind. Also du guckst dir halt das Bild an. Mhm. Gerade wenn man den ganzen Tag vielleicht ein Hörbuch aufgenommen hat oder viel gehört hat. Mhm. Inputs. Denn ist es halt so schön, so beruhigend. Ich finde es unglaublich beruhigend, in Galerien anzugehen. Andere Reize. Genau, andere Reize, visuelle Reize in dem Fall, aber eben nicht Film oder. Nicht Bewegtbild. Nicht Bewegtbild. Du kannst entscheiden. Bewegtbild, stimmt. Und ich liebe das bei Vernissage und so, ist es lustig, weil du gehst gerne zu solchen Opening-Sessions. Naja, ja, komm, sag's doch. Hallo, du schnappst dir beide den Zugang hallo, hast. Ja. Ich bin die Tanja. Genau. Ich wäre gerne Kuratorin. Ja, ja nee, ich finde die sehr lustig, diese ganze Welt da. Aber da muss man auch gut drauf sein und es kann das auch voll nerven. Also nein, ja, aber kannst du zumindest sehr schnell professionell aufsetzen. Ja, aber ich Kunstkritikerin. Nein, es ist ein großes Affentamtam und es ist halt auch manchmal lustiger, als ins Theater zu gehen. Aber was ich schöner finde, eigentlich in Galerien, wenn nichts los ist. Mhm. Wenn kein Betrieb ist, also nach Vernissage, okay. Abenden, wo du dann fast alleine bist. Also manchmal würde ich gerne die Leute alle sogar sagen, hallo, können wir mal absperren? Ich will den ganzen Raum für mich haben. Das mache ich oft bei der Art Week, was lustig ist, an dem Wochenende, also Art Week Weekend. Mhm. Am Samstag davon, ganz früh morgens, ist meist kein Schwein da zu sehen, weil die alle ja, bei den Eröffnungen waren. Und gefeiert haben. Ja, und gefeiert haben. Und die kommen dann erst alle mittags, am frühen Nachmittag. Und das ist cool, in bestimmten Galerien dahin zu gehen und dann halt echt den ganzen Raum für sich zu haben. Also voll. Das ist Stopp. Wirklich cool. Und das habe ich jetzt ein paar Mal immer so gemacht, auch für mich ganz alleine. Vor allem, wenn es auch noch räumliche Installationen sind ja, oder sowas, die du... Und das ist so geil. Und ja. Dann denkst du so, wow, wie schön. Und gar nicht so viel auch, also bestimmte nur, wo du sagst, ja, das lässt dir jetzt sacken und auf dich einwirken. Und dann ist es halt sehr, sehr cool. Also wie in Museen, wenn du da... Aber da kann ich es auch nicht ertragen, wenn halt so viele Leute da sind. Ja, das ist... Bloß, ja, meistens ist es ja so der Fall. So. Ist das so? Naja, in bestimmten, auch wenn du in Städte also, jetzt bestimmte Länder oder so, Italien. Okay, klar, wenn du reist. Oh Gott, ja. Da würde ich gerne auch immer dieses Privileg haben. An einem katholischen Sonntag, Nachmittag ja. Oder morgens, ja. Wenn die Messe ganz ist oder alleine. Sowas. Ganz alleine, alles abgesperrt, ja. So. Weil alle schnell in den, jetzt, zum Vatikan müssen. Okay, also jetzt, du hast den Schlenk zu deiner Freizeit gemacht, aber du ja. Sagst, du guckst kein Fernsehen mehr seit 15 nee. Jahren. Das heißt, zum also Abschalten brauchst Fernsehen, du eher... Wobei, ich habe jetzt, habe ich mich ja, wieder Annäherung, also weil ich habe ja immer so ein Identitäts... Weil es kommen ja jetzt deutsche Serien auch ja, mal, die was können. Geile. Ne, hau ja. Raus, sag. Was ich jetzt ein absoluter Fan bin, Deutschland 83, beziehungsweise ich habe jetzt gerade gestern 86 angefangen. Ah, das sagt sehr, mir gar nichts. Oh, guck's dir an. Ost-West-Geschichte, also... sehr, sehr cool. Also mit wirklich geilen Schauspielern. Gibt es das in der Mediathek oder muss man das irgendwo in so einem bescheuerten Anbieter? Ja, Streaming. Ja. Amazon in dem Fall. Mhm. Okay. Ist das jetzt ein Schleichwerbung? Da, völlig egal, komm. Egal. Hier, Montandon. Montandon. Wir trinken Montandon und gucken Amazon. Es gibt noch mehr.
Ja, das ist jetzt so eine Serie, wo ich sage, hey, endlich mal wieder so und ich nähere mich an. Aber sonst muss ich zugeben, gucke ich natürlich eher alle anderen. Also Serien halt natürlich, ganz viele. Aber guckst dann. Und dann kommt die klassische Frage, her. Omu oder guckst du Synchrone? Omu. Omu? Always? Ja. Nein, ja, oft. Also meistens. Ich habe so einige, wo ich dann sage, von sehr geschätzten Kollegen, wo ich dann sage, ja, doch, die will ich jetzt, aber ich, also die oder du bist neugierig, checkst du wahrscheinlich ja, immer mal aus und genau, gehst dann wieder zurück. Aber ich kann dann auch nicht so abschalten, weil ich die so kenne. Mhm. Gibt es jetzt natürlich auch, also, aber ich gucke es mir dann doch lieber im Original. Mhm. Ja. Also das heißt, du bist des Englischen ja, beim Hören mächtiger als beim Sprechen. Gut. Es tut mir leid, du hast es gerade dreimal, glaube ich, zwischen gesagt. Mimimi, Migrationshintergrund. Mimimi, kommen wir da auf die Identität. Ja. Identität ist auch nur Pubertät. Ja. Kann auch hinter sich lassen. Okay, oh Gott, ich habe das noch lange nicht hinter mir gebracht. Ich stecke immer noch voll in der Identitätskrise. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja, aber jetzt sind wir schon wieder gesprungen. Ja, ist egal. Gleich Freizeit und so, kommen wir gleich nochmal zurück. Weil das ist wichtiger, das finde ich interessanter. Ja. Nee, ich weiß nicht, wer ich bin. Also welche Hälfte? Das kannst du, deswegen finde ich so toll, dass ich mich jetzt wieder annähere. Überhaupt dich auf eine Hälfte zu reduzieren? Nein, es ist ja auch doof. Aber finde ich so toll, wenn ich mich jetzt mit deutscher Geschichte und so wieder... Ich beschäftige mich schon die ganze Zeit damit. Mama aber, Deutsch, Italiener, Papa Italiener. Genau, aber dass ich nicht so ignorant bin, sage, oh nee, deutsche Serien und so, interessiert mich gar nicht. Aber genauso wenig fühle ich mich denn italienisch. Ja. Bin ich auch nur zu. Aber du sprichst es schon fließend, oder? Ja, aber ich bin hier sozialisiert und so gesehen bin ich dann wahrscheinlich eher eine Deutsche. Aber so als Deutsche werde ich ja auch nicht. Ich meine, schon alleine der Name mit Grote R. Wirst du nicht wahrgenommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich war. Aber im Grunde genommen ist mir dann das auch schnuppe. Dann denke ich, ja, jeder ist so, wie er ist. Aber es ist ja, wird ja dann oft auch zum Thema gemacht. Also ich kokettiere damit natürlich auch wie mit Migrationshintergrund, was natürlich lächerlich ist, wo ich immer denke, wie soll ich jetzt damit spielen? Die Italiener war ja mit der erste Gastarbeitergeneration. Genau, das war die erste Gastarbeitergeneration, aber dieses Ganze, auch in den letzten Jahren, immer dieses ganze Kokettieren damit und Vermarkten, wo ich immer sage, es langweilt mich und es nervt mich. Hast du das auch gemacht oder wo siehst du das so, dass das so gerne gemacht wird? Ich bin jetzt nicht so der Prototyp. Also wenn ich jetzt einen türkischen Background hätte oder so, dann wäre es vielleicht stärker oder auch vom Aussehen jetzt eher in die Richtung gehen würde. Aber wo ich dann immer denke, ja, mich darüber zu definieren, ist ein bisschen mühsam. Okay, und dieses, weil Identität als Thema. Oh. Weil klar, als Schauspieler, wenn du jetzt sagen wir mal, du bist noch in einem Cast oder du musst klar, sowieso. Klar, wenn ich jetzt ein bestimmtes Profil Aussehen habe, ja, ich bin jetzt auch nicht die blonde, holde Maid oder so. Nee. Klar, da wird man auch Typ gecastet, was ich ja so angenehm finde, eben wenn man nicht vor der Kamera steht, dass man da die Freiheiten hat. Und im Live-Hörspiel darfst du gleich mal 3-4 verschiedene Trollers machen. Ja, absolut. Das liebe ich auch, 3 verschiedene Trollers, eben so und auch vom Alter her, vom Aussehen, vom Charakter und eben nicht nur, wenn man dich visuell vor Augen hat, dass man sagt, naja, das ist eher so der Typ und so, das liebe ich und Identität. Identität. Ja, genau. Es ist so zwiegespalten. Also, dass man sich nicht da so richtig zugehört und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so, die halt Mischlinge sind. Ist das noch PC? Also, ach Gott, siehst du, das ist auch wieder nicht Mischling. Da haben wir es. Ja. Damals bei AIDA. Es ist einfach, es sollte überhaupt kein Thema mehr sein, deswegen müssen wir da gar nicht drüber reden. Nein, ja, nein, aber doch, mich ist es ja gar kein Thema, weil ich dann irgendwie, für mich ist es so normal. Aber natürlich kann ich von mir nicht auf andere schließen, für die es vielleicht nicht normal ist und für die es was Exotisches ist. Bist du nicht einfach in erster Linie Berlinerin? Ja, danke. Und genau das wollte ich sagen. Wo ich also meistens fängt man mit dem Kleinen an, mit dem regionalen. Genau, und da bin ich echt. Und das ist ja auch das. Die einzige Chance. Genau. Und so, glaube ich, das, so definiert man sich. Also, ob man hier groß geworden ist oder geboren oder die meiste Zeit hier gelebt hat. Und das ist dann cool, weil das kann man nicht verleugnen und man hat diesen Touch. Einfach. Also egal, woher Heimat. Man kommt. Also, wahrscheinlich ja, schon, ist es oder? Heimat. Doch, es ist nicht riecht, so. Riecht Berlin anders als vor 20, 30 Jahren? Riechen. Oh, cool, weniger riechen, weniger Kohleofen? Also, der ist ja immer noch da und ich mag den ja echt gerne auch, wenn das ein Arschloch. Ja, stimmt. Vom Geruch, nee, wenn ich Berlin Geruch, dann denke ich nur komischerweise an die Deutsche Oper.
Mhm. Ich kenne die, also den Bühnengeruch von der Deutschen Oper, den habe ich so noch. Das Holz und die Stoffe, ja, oder sowas irgendwie. Diesen Geruch, den kenne, also die, auch wenn ich denn da bin noch, da gibt es so eine, wie heißt das, so eine Lüftungsdinger, wo die Luft so... Schächte? Ja, genau, Lüftungsschächte heißt das. Und da kommt dann so eine Luft eben raus und ja, das ist für mich das klassische. Das haben wir, also das, also das ja, den so Sinn, den wir alle nicht einfangen können mit unseren Mikros, also der olfaktorische. Nee, genau, der, aber den habe ich noch ganz stark, wenn ich jetzt Berlin, dann habe ich, das ist so der Berlin-Geruch. Ach genau, und dann gab es aber den Ost-Berlin-Geruch. Ja, okay. Das ist auch geil, der Ostgeruch. Komische Oper, weil wir haben am Anfang, also nach 89, hatten wir ein bisschen auch dort trainiert. Mhm. Und da war denn dieses, was war denn das, so ein Putzmittel oder so, was sie da mal benutzt haben. Das war, genau, und das war denn der Ost, also komische Oper. Das ist komisch, dass ich das so... Geil, ich glaube, das wird dein Titel, der komische Opergeruch. Und das kommt übrigens, um nochmal, was ein schöner Zusammenhang ist, also gestern, weil ich eben diese Serie gesehen habe, das ist so geil. 86, also Deutschland 86 ist dann die zweite Staffel. Mhm. Da gibt es eine wunderbare Szene mit einem grandiosen Schauspieler, Silvester Groth, der dort einen Ossi-Funktionär spielt und der dann heimlich sich im Fernsehen, also Westfernsehen, guckt. Und was guckt der? Traumschiff. Mhm. Deine Episode, nein? Nee, die haben mir den Vorspann gezeigt. Aber lustigerweise, 86 war ich auf dem Traumschiff. Ah, okay. Und dann dachte ich so, wie lustig, wie damals. Klar, da hat man den Ostfernsehen, hat man heimlich Westfernsehen gesehen. Und Traumschiff und ja, das Schwelgen in die exotischen Länder. Und ich finde es so lustig, wenn man jetzt diese Sachen sieht, dass man dann sagt, oh mein Gott, was ist da abgegangen? Also was... Ja, wie wurde das von der anderen Seite? Der Bezug fehlt dir, ne? Wir haben ja einige Gäste immer auch hier, die natürlich der ehemaligen. Genau. DDR sind. Und man hatte natürlich, aber ich habe jetzt, ja, durch Erzählungen, durch Bücher natürlich, das, aber das ist so lustig, wenn man das wieder reflektiert, was, wo war man selber damals? Mhm. Oder was weiß ich, als ich damals meine Opernzeit hatte, hatten andere gerade ihre Punkzeit. Da gibt es auch einen wunderbaren B-Sound. Geiler Doku-Film, die ganze Punk-Szene. Ja. Berlin in der Zeit, einstürzende Neubauten und so. Ja, ich war ja noch ein bisschen jünger. Also bei mir war auch nur Wende überhaupt kein großes Thema. Mhm. Auf einmal saß halt bei mir jemand in der Klasse, der ein bisschen komisch gesprochen hat. Also ach, so okay. Einzeln, ach, weißt süß. Du? Die hatten es leider nicht einfach. Ja. Es ist so. Ja. Aber das war so meine Berührung mit, es wurde eine Mauer geöffnet, es gab mal eine Grenze. Genau. So, weil ich war einfach sehr lange Kind und habe mich überhaupt nicht politisch. Nee, ich ja auch. Also ich habe das denn war. Wie alt warst du denn? 91. Ja, ich muss ja auch gerade überlegen, da war ich dann 9. Na gut, okay, das ist noch sehr klein. Ich war ja schon Hochschule, also Gymnasium. 89 sind wir übrigens und da war ich erst 7. Okay. Ja. Na, und das ist lustig, wenn ich das jetzt wieder reflektiere und das liebe ich übrigens bei Serien auch. Ja. Wenn die Zeitreisen machen. Ja, und wenn du irgendeinen Bezug hast. Da fällt mir noch was ein. Ja. Weil du hast, wir springen mal zum Synchron. Mhm. Mhm. Ich habe mal geguckt, wo du mal dabei auftauchst, weil du machst ja... Synchron ist jetzt nicht so viel, so mein Ding. Nee, also, aber... Wie gesagt, ich bin ja ganz spät da reingekommen. Ja, aber du hast bei Der Anschlag mitgesprochen. Die Verfilmung, da warst du die Jackie Kennedy. Du guckst schon wieder so mit kleinen Augen und weißt gar nicht mehr, worum es geht. Ja, aber ich habe die nie gesehen. Du hast ihn nie gesehen? Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Okay, aber es ist Stephen King-Verfilmung. Ich erinnere mich nur gut, weil ich das Buch mit David damals gelesen habe. Okay. Und ich war sehr geflasht von dem Buch. Weil ich für mich bis zu dem Punkt habe immer King in die Ecke geschoben. Hey, S und Horror ist überhaupt nicht meins. Nicht als 12-Jähriger einmal einen scheiß Horrorfilm geguckt, auf einem schlechten Trip, konnte nicht schlafen. Und seitdem ist Horror einfach nicht mein Genre. Mhm. Und dann hat man da nur gemerkt, wie geil der Typ beschreiben kann. Also wie der Szenen 60er Jahre zum Leben erweckt. Und so, okay. Ja. Und deswegen dachte ich, schade, vielleicht hast du noch Erinnerungen oder so, weil du warst Jackie. Ja, aber das war so ein kleiner Pipi-Part. Wahrscheinlich waren es auch nur so 40 Takes oder sowas. Ja, es war wenig. Aber ja, was immer schön und was ich einfach an der Arbeit auch liebe, ob das jetzt auch bei Synchron, aber mehr jetzt natürlich bei Hörbuch oder auch bei Dokus, dass du einfach in Themen reingeschmissen wirst. Genau. Und dann sag, oh, wie cool, was ist das denn? Wo du dich freiwillig gar nicht mit auseinandergesetzt hättest. Ja, oder wo man einfach dann so, ach, das ist ja cool, interessant, wow. Mhm. Oder dieses Reflektieren eben mit der eigenen Lebenszeit, wo man sagt,
Wo war ich denn da? Wo war ich denn da? Wie habe ich denn da gefühlt? Und guck mal, Wahnsinn, so läuft es. Also so Querverbindungen, Assoziationen, eben wie mit dem Traumschiff. Ich dachte, wow, irre, geil, 86. Und guck mal, die haben das so gesehen. Vor kurzem habe ich auch ein ganz, ganz tolles Kinderbuch aufgenommen, aber Regie mit dem sehr werten Kaminski, ja. Stefan mit Vornamen. Ja. Und das war eine ganz, ganz süße Geschichte, auch wieder so eine Ost-West-Geschichte. Okay. Und da kam das auch so vor und das ist so schön, halt diese Zeitreisen, wo man sagt, okay, das war man in der Jugend oder auch örtlich gesehen. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber Narcos zum Beispiel, die Serie, die, wo es ja um die ganze Kartell-Geschichte geht. Habe ich nicht geguckt, aber ich weiß was. Ja, das ist auch ein Teil halt, den ich gut nachvollziehen kann, weil ein Teil meiner Familie sind Kolumbianer. Und leben auch in Cali, ein Teil von der Serie. Es gibt eine italienisch-kolumbianische... Genau, italienisch-kolumbianische... Linie. Linie, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Moment, haben wir auch mal gezogen. Kurze Pause. und da war das dann auch cool, als ich jetzt denn die Serie mir angeguckt habe, auch im O, also im Original, also die lassen ja, die spanischen Sequenzen lassen sie ja. Im Original. Ja. Nur die amerikanischen, also die englische Sprache wird dann ins Deutsche übersetzt. Ach so, das ja. Bei Deutsch lassen die Spanisch Original? Also bei der also Serie die, jetzt? Ja, genau. Die Kolumbianer sozusagen, die bleiben Spanisch mit Untertiteln. Okay. Und die Amis, also das sind dann die DEA-Agenten, die werden dann Deutsch gemacht. Mhm. So, und ich habe es mir, glaube ich, entweder ganz im O-Ton, war auch egal, weil für mich waren die Kolumbianer halt die Interessanteren. Mhm. Und das war so geil. Das war wirklich so eine Zeitreise, auch wieder zurück in die 90er, als ich da öfter war, weil mein Papa hat dort gelebt. Und dann dachte ich, wow, krass, geil, was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Also, eine Menge, guck dir die Serie an. Nein, und das ist wieder, ich finde das sehr, sehr cool. Weil sie spielt auch... In den 90ern oder was? Oder sie 80ern. Spielt in den 90ern und ich habe sehr viele auch in meiner Familie, wo ich sage, mein Gott, die geben sich genauso, die reden genauso, das ist gut getroffen. Und also nicht, dass ich jetzt in diesen Zirkeln was zu tun hätte. Nein. aber ja, sowas ist irgendwie schön, diese Parallelen, die man denn so entdecken kann auch durch alle möglichen Serien. Oder aber ich meine, das ist ja immer so, oder? Wo kommt denn dein Papa aus Italien her? Ist es aus dem Sizilianisch oder Rom? Nee, Rom, ja. Das ist noch relativ. Nee, Sizilien wäre zu klischeehaft. Beim Vatikan ist noch okay. Genau. Also, was mit Abtreibung? Was mit Abtreibung? Bist du für oder gegen? Natürlich bin ich für. Was ist denn hier los? Okay, jetzt werden wir total politisch. Was, du hast dein Handy an? Ja, aber es ist auch laut los. Ja, okay. Jetzt, wir können auch über politische. Nein, politisch ist zu brisant. Ist das? Weil da hast du Schiss, dich ins Fettnäpfchen zu tun. Nö, nulle, auch gar nicht. Ich habe so meine Meinung und Na, schieß mal los. Schieß mal los. Na, jetzt, wir sind ja jetzt hier, jetzt ist ja, hat es die AfD ja geschafft. Mhm. In alle. Oh Gott, jetzt reden wir wirklich politisch. Alle 16 Bundesländer sind sie jetzt quasi. Muss ich jetzt aktuell Hessenwahl? Hessenwahl mit 14% oder was? Ja. Heute. Ne, oh mein Gott, ich habe noch gar nicht, ich habe heute gearbeitet, ich habe noch keine Nachrichten gelesen. Das sind immer noch die statistischen vorgesicherten Hochrechnungen. Ich glaube, es ist immer noch nicht das ganz gesicherte Endergebnis. Ist ja auch egal. Ich glaube, es wird ja dann... Das ist so ätzend. Ja. Das ist so frustrierend. Ja. Okay. Lass uns okay, lass uns doch lieber über was Oberfläche... Nein. Über Oberfläche, wir bleiben locker. Steinböcke machen sich ja an genügend anderen Momenten so ihre tiefen Gedanken. Genau, ne? Na, ich habe auch, denkt man vielleicht nicht, aber ich habe auch ganz... Ja? Ja, natürlich, klar. Von Selbstzweifeln zerfressen. Nein, aber es hat doch jeder. Es wäre ja schrecklich, wenn nicht. Also, so. Okay, wenn wir jetzt diesen Bogen machen von Körper, Ballett, Reduktion und dann nochmal zur Sprache. Und du hast ja dann auch viel Regie gemacht und dann auch den Sprung... Also ich habe das ja noch so ein bisschen miterlebt. Du hast meine erste Produktion. Bitter, piep, Fotze. Ja. Für die Lauscher Lounge. Das war das erste Hörbuch. War dein erstes, ja, ne? Ja, es war mein erstes Bitter, Fotze. Und ich weiß nicht, warum. Es war mein erstes Bitter, Fotze. Danach kamen noch 30 andere Bitter, Fotzen. Aber es war ein Geschenk. Der Titel ist so reißerisch geil. Ja, aber, geil. Und es ist eigentlich so ein Emanzen-Ding aus Schweden. Das war ja ein Bestseller. Frag mich jetzt nicht um den Inhalt. Aber es war ein sehr, sehr ein feministisches...
Manifest, kann man schon sagen, mit diesem reißerischen, warte mal, auf Schwedisch hieß er Bitterpotten oder so. Potten? Ja, Potten. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Schwedisch. Die Schweden unter uns. Können wir Tanja anrufen? Kann die nicht Schwedisch? Mhm, ein bisschen. Ja. Oder Anna Carlsson. Anna Carlsson, natürlich, ja. Genau. Die muss eh noch herkommen. Ja, siehst du, dann kannst du gleich mal fragen. Die weiß auch Bescheid. Die ist mit Josef im Austausch. Und ihr Kerl auch. Eben. Und ja, und das Lustige, auf den Manuskriptseiten stand denn, ich weiß nicht, wie viel das waren, es war jetzt auch nicht so ein großer Wälzer, 400 Seiten vielleicht oder so. Mhm. Und da stand dann immer Bitterfotze und daneben mein Name auf 365 Seiten, also unten, so als wie nennt man das denn, diese Fußzeile. Fußzeile. Ja. Ja, Bitterfotze, cool. Tanja von Naro. Nee, ja, genau, Bitterfotze, Tanja von Naro. Bitterfotze, Tanja. Und immer Bitterfotze, Doppelpunkt, Tanja von Naro. Ja, Doppelpunkt nicht. So, das, aber das habe ich nie wieder auf dem Manuskript gesehen, dass mein Name unten ist und dann aber mit diesem... War lustig. Damals haben sie noch richtig Mühe gegeben. Ja, da haben sie super formatiert wahrscheinlich, oder? Und ich glaube auch, als sie geschnitten haben und irgendeiner von euch... Wir haben sehr viel geschnitten. Ich weiß, wir haben sehr viel geschnitten. Ja, natürlich, das klar. War ja das erste Buch. Ja. Und dann, wo es dann rausging, ey, habt ihr irgendwie die Dreierdatei da? Oder was weiß ich, von Bitter... Beep. Was ich meine, wenn denn Leute im Studio waren, konnte es ja nicht so rausbrüllen. Ja. Ja. Reißerisch, ja, mit dem reißerischen Titel hat es angefangen. Hm. Und dann hast du über war harte Arbeit. Ich meine, das erste Hobby, ja, das war schon hart. Das war echt hart. Du kannst ja die andere Seite bis dahin dann zu Genüge. Also genau. Hast ja schon. Aber wow, es ist schon mal, ja, es ist heftig. Mittlerweile natürlich. Souverän. Mit der linken Arschbacke einmal übers... One-Taker. übers Skript gerutscht. ja. Ja. Ja, guck mal, dann, hier, Sophie Kinsella hast du gemacht. Mhm. Frag mich nicht. Ja, aber da habe ich auch ganz viele aufgenommen mit Maria. Maria? Ja, ja, ja. Da haben Achso, und habt ihr euch mal getauscht, oder was? Genau, und da haben wir... Hat sie mal Regie gemacht und du das Buch aufgegeben? Nee, leider nicht. Leider nicht. Nee. Das wünsche ich mir immer und sie wünscht sich's auch, ja. aber da, ja, unendlich viel von diesen ganzen... Also es ist ja eher so Prosecco, Champagner. Ja, ist doch eben. Ja. Du wolltest doch Leichtigkeit jetzt gerade. Ja, ich wollte Leichtigkeit, genau. Deswegen reite ich diese Schiene jetzt auch. Ja. Die ja, haben auf jeden Fall haben die krass viel Rezensionen und so. Echt? Aber die lese ich ja so 700. Machst du nicht? Nee. Nie? Nicht einmal gucken? Linsen? Ich weiß nicht. Also das ist ja das Klassische, was ja viele Kollegen auch, und ich habe auch vielen dann immer so ganz, wo ich sage, lest euch das nicht durch. Nein, also es ist nicht gut und so. Mhm. Also für die Psyche und dann bist du natürlich und lieber nicht und so. Ja, ich weiß nicht, manches liest man natürlich dann doch. Mhm. Und leider bleibt ja immer meist das Negative eher hängen als das Positive. Das ist auch so ein altbekanntes Ding. Ja. Was blöde ist, ja, schwierig. Und das nimmt man dann so mit? Ja, das nimmt man natürlich sich mehr zu Herzen, weil man denkt, oh, ist das wirklich so? Wobei, man weiß auch, wann Sachen denn vielleicht nicht funktionieren. Also ich hatte mal eine Produktion, wo ich nicht weiß, warum hat es überhaupt eine Frau gelesen und nicht ein Mann. Mhm. Weil da so viele männliche Kampfszenen drin waren. Ich hatte das erste Mal wirklich meine Stimme... Ne, wir ist sagen jetzt nicht den Titel. Doch, ist das Elder Races oder was? Nee, Elder Races ist eher so dieses leicht... Leicht Fantasy, aber das leicht erotisch? Was heißt ja, aber leicht? Nur leicht. Es war nie Lara Adrian. Nee, ich habe Gott sei Dank, also unberühmt toi sind diese ganzen Erotik-Dinger an mir... zum Vorlesen vorbeigegangen. Also ich du musstest keinen Schaften machen, nee. Oder? Also paar, aber das war alles so Pille-Palle. Das waren niemals diese Hardcore-Sachen, wo ich immer dachte, oh mein Gott, wo ich lieber aufgenommen habe, also den anderen zugehört. Ja, du hast einen Larry Adrian, hast du auch mal mit Simon. Mit Simon, ich hab's geliebt. Und ich muss auch sagen, wir haben gelitten, und wir haben auch viel Spaß gehabt. Ja, eben, viel Spaß gehabt. Und ich bin mal auf eine Lesung extra deswegen gegangen, wo ich ganz boshaft, das war irgendwie so ein Love Letters, was weiß ich was, Ding, wo Simon noch eingeladen war, auf dem Podium zu sitzen mit der Autorin. Mit Lara. Ja. Also mit dem. Genau. Ja. Und dann dachte ich, ich muss da hingehen, weil ich will einfach mir diesen Spaß, das ist ja grandios, wie er dann ganz professionell dann natürlich gesprochen hat und so. Und es ist witzig, es ist ein Genre, es ist auch okay. Also, ja, für jeden. Also sagen wir mal, in dem Genre hat sie schon mit das höchste Niveau, glaube ich, nein, also, was mir sonst untergekommen ist. Du, ich bin auch... Was heißt schmerzfrei, aber ich habe so viele bestimmte Themen, die ich früher oder Genres, wo ich mir gar nicht hätte vorstellen können, dass mich das jemals irgendwie, dass ich sowas lesen würde. Und man kommt halt in Berührung damit. Science Fiction oder auch Fantasy war ich jetzt auch nie der große Fan. Ja.
Aber wo ich dann sage, ja, warum denn nicht? Hast du auch ein paar mit dem, ja, mit dem Helmut Krauss oder so aufgenommen, genau, früher, ne? Genau, die Science-Fiction auch. Und die, ja, dann denke ich immer so, ja, aber es ist doch cool mit denen. Und du hast trotzdem, kannst du da deinen Spaß rausnehmen. Und ja, ja, also da aber bin Science Fiction ich, ist auch geil. Gut, aber das Frau vielleicht. Nee, jetzt mehr. Ich bin da auch geöffnet. Ich hab total, ich gucke mir auch sowas an, irgendwelche Serien da. Bin jetzt ja nicht der Fan natürlich und nicht der, der sich da super auskennt, aber ich lasse es jetzt zu. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr weit gefächert oder ich interessiere mich denn dafür. Auch zum Runterkommen, dass ich sage, es muss jetzt nicht der französische Arthouse-Film sein. Mhm. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit gelesen hast oder so und dann willst du einfach abschalten, dann gucke ich mir auch einen Ballerfilm an oder so. Ja? Yeah? Ja, oder Martial Arts liebe ich auch. Ach, Quatsch. Geil. Ja. Hör doch auf. Ja, weil ich ja, Tanja, ich glaube ja auch, weil ich wegen ein bisschen... Wegen Tanz. Weil es Choreografie ist. Weil es Choreografie ist, sowieso. Weil es auch Bad Boy Sachen liebe ich. Das ist etwas, was ich nicht wusste, dass du Martial Arts feierst. Ja, doch, ich würde auch gerne hast irgendwann du den wieder Timo, anfangen. Limo, den IYY hier, den letzten gesehen von ihm hier. Der, nee, oh Gott. IYY? Der ist doch ein Künstler. Nein, der heißt Tom Kawai. Heißt Tom Kawai. So? Ja, Tom Kawai ist aber nicht. Aber, aber der hat einen Martial Arts Film gemacht. Echt? Welchen? Ja. Weil Tom Kawai. Ich hoffe, geil, ich sage jetzt nichts Falsches. Von wegen Original mit Untertiteln. Mhm. Ich weiß noch, Berlinale zu Zeiten. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, der hat einen richtig geil gemacht. Da habe ich mir nämlich alle seine Filme angeguckt, Fallen Angels und bla bla bla. Wie hießen ja die alle? Im Original. Wo man natürlich nichts kapiert, aber die Atmosphäre war so geil. Hongkong, ja, diese Hongkong-Filme halt, die ersten. Aber ja, Tiger and Dragon hast du dann natürlich, wahrscheinlich... Diese natürlich. Ja, aber das ist ja fast schon mainstreamig. Also sind, oder was heißt mainstreamig? Es waren halt diese großen, die da... Das, aber der, weil der auch, so, genau, der ja war aber auch super toll, weil er genau sowohl eine Geschichte hatte, die emotional war, die so funktioniert hat, die waren, und sie ja waren sehr... spirituell wirklich genau gut und nicht die nicht Musik, der Soundtrack, Soundtrack alles. War, die Bilder waren knaller. Ja, ja. Und das eben im Original auch, wo du sagst, sowas kannst du niemals synchronisieren, weil die Atmosphäre einfach, boah, die trägt dich da mit. Und es ist halt meistens auch in diesen Filmen, also in asiatischen Filmen, viel mehr der Fall als jetzt amerikanische Blockbuster. Ja. Wo es viel leichter ist oder wo es mehr Sinn aber macht. Aber du sagst, das sind so die großen Sternstunden des Martial Arts. Das heißt, du guckst dir dann auch... Nee, ich gucke mir auch so eine Jackie Chan oder diese Dinger. Jackie Chan, okay. Doch, alles, ja, also je nach Stimmung, wenn ich das jetzt gerade mache, wo ich sage, nö, mache ich jetzt sowas oder dann kommt mal sowas. Und ich würde auch gerne anfangen damit. Ich meine, man will ja so viel. Man ich will noch so viel machen. Hast du jemals irgendwas an Kampfsport nee gemacht? Nee. Weil ich habe echt relativ viel probiert. Hier gibt es ja auch so ein Studio hier um die Ecke, ne? Hier ist Karate. Ach, Karate, okay. Ja, für mich ist Karate. Ja, ich glaube, weil ich will mich mal so disziplinieren lassen, also vielleicht den Bogen auch zum Ballett wieder wie damals, wo das einfach so eine harte Schule war. Und, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, mich da so, ja. Aber Wong Kar-wai heißt er übrigens nicht. Ja, Wong Kar-wai. Habe ich Tom Kar-wai gesagt? Ja, nee, ist so, Tom Kar-wai ist eine Suppe. Ist eine Suppe nämlich, ja. Daher kommt es wieder. Ist so schlimm. Red du mal weiter, ich gucke ganz kurz, nee, aber so disziplinieren lassen und so jemand The Grandmaster, Mann. Ja, Grandmaster, okay, ja, okay, natürlich. 2013. Ja, echt, 2013. Genau, auch schon einige Jahre. Ja, aber das war ein geiler Film. Aber so ein Personal Trainer, der sagt, so, du machst es jetzt. Und also so diesen Ballettdrill, diesen Militärdrill, den ich von damals kannte, ja, den würde ich gerne wieder. Ich glaube, es würde mir ganz gut tun. Du willst einen Meister. Ja. Der denn auch mal so meine. Das habe ich mir in meiner ganzen Pubertätszeit gewünscht, bis in die Sturm- und Drangzeit, aber irgendwann habe ich es aufgegeben. Ja, aber eigentlich suche ich immer noch diesen Meister und diesen Mentor und wo ich dann einfach mal meine Klappe halte und wo ich, okay, das habe ich schon teilweise natürlich so ein Meister, aber. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Aber sowas, dass ich glaube, das würde mich reizen. Und dann über die Sonnenallee flanieren und den harten, coolen Typen raushängen lassen. Den nächsten Podcast machen wir dann in einer Shisha-Bar. Ja, stimmt. Wir könnten tatsächlich auch mal. Aber es ist so laute Umgebung. Ja, aber es wäre laut. Witzig. Es wäre witzig. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen... Da müssen wir die Mikrofonierung ändern, weil die das... Entschuldigung, kannst du das... Wenn wir Lavalier, also Ansteckmikrofone nehmen, die nicht so empfindlich sind, weil das Raummikrofon würde die Akustik wahnsinnig cool aufreißen. Also du würdest... Und das ist halt so ein schönes, ein ganz anderes Feeling da. Mhm. Womit wir wieder, fällt mir gerade ein, Berlin. Hm. Ja. Genau, 4 Blocks. Ja, ja, auch. Oh. Wobei, es ist ja da jetzt so, eben, ach so, stimmt, du bist ja noch Kölner. Ja, cool. Ja.
Also was heißt cool? Das ist jetzt schon wieder so eine Sache, wo ich dann denke, da muss man aufpassen, weil es so glorifiziert wird. Es ist cool. Einerseits, andererseits. Ja. Aber ne, es gab es auch schon immer. Es gab es immer schon, aber leider. Jetzt hast du es halt mal hier. Ja, leider durch solche Filme. Also was heißt leider? Ich finde es auch cool, aber wir können es, glaube ich, abstrahieren, dass wir jetzt nicht sagen, oh geil, ich will mir jetzt eine Knarre kaufen und jetzt auch harter Gangster machen. Aber das ist halt auch immer so eine Vorbildfunktion für die Jungs, für die Kids. Klar. Die dann irgendwie das in falschen Rachen bekommen. Und ja, manchmal würde ich mir fast wünschen von den Protagonisten, dass die dann auch ein bisschen dagegen steuern und sagen, hey, es ist alles Fiktion, gibt es natürlich, aber... Und letztendlich selbstgemachte Scheiße, wenn man einfach seit 30 Jahren hier lebt und nicht arbeiten darf oder nicht wählen darf. Also ja, ist so ein Stück weit auch gezwungenermaßen sehr und diese Sache, und nicht eben, wo ich mich manchmal auch frage, ganz mit diesem ganzen... Mackertum auch, ja, habt ihr das jetzt irgendwie von Serien und von Filmen abgeguckt, dass ihr so sein müsst? Oder ja, ist es so ein schlechter Abklatsch? Siehst du ja oft. Ich denke, oh Gott, wer imitiert hier wen? Also, und ja. Aber dieses Macho-Gehabe, also das ein Stück weit das Kokettieren magst du ja auch damit. Ich wäre gerne einer. Mit den italienischen Männern, also wenn wir im Icasolaro mal sitzen oder so mit den Jungs. Ich wäre gerne einer. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so, dass ich so das Weibchen bin, die da... kokettieren. Nee, ich glaube andersrum. Ich glaube, es ist eher so ein Wettkampf, dass ich gerne dann auf Augenhöhe da, oder dass mich das halt sehr oft nervt, dass diese Spielchen da noch gespielt werden. Okay. Oder vielleicht spiele ich auch mit, aber ich wäre gerne auf der anderen Seite. Also ich wäre gerne. Du wirst gern Kerl. Ja. Okay, dann haben wir das auch geklärt mit der Identität. Ja, das ist, siehst du. Ja, ist doch schön. Ja. Und dann weiß ich jetzt endlich mal Bescheid. Tom. Eigentlich, Tom von Aro. Tom von Aro im falschen Geschlecht. Das steckend. Ja, aber zumindest, dass man sich damit auseinandersetzt und das vermisse ich. Ach so, genau. Und bei Four Blocks ist es ähnlich wie bei Gomorra bei der Serie, italienische. Dass leider die kleinen Jungs in Napoli, die imitieren das dann auch von der Serie oder vom Film. Und wo ich dann denke, oh Gott, irgendwie... läuft da was falsch. Natürlich gab es das schon, aber durch solche Formate wird es natürlich auch so glorifiziert, war auch immer schon bei Scarface oder sonst wie. Ich kann sagen, genau. Die ganzen also kleinen, ganze Gangster-Glorifizierung. Natürlich, Gangster-Gehabe oder bei Hip-Hop dann auch, Knarre und so. Groß. Kannst du das auseinanderhalten oder nicht? Ja. Eigentlich schon. Ich glaube, man unterschätzt, glaube ich, hoffentlich einen Großteil der Jugend. Ja, vielleicht. Doch. Würde man kann's nur hoffen, ja. Ich glaube schon, dass sehr viel Reflexion möglich ist. Also ich meine, allein durch diese Medialisierung, sie von der Pike auf eigentlich ja schon quasi erleben. Und jetzt viel mehr als noch früher. Ich meine, was heute schon los ist. Ja. Toi, toi, toi. Das wird schon. Das Wort zum... Soll ich noch einen Schluck? Nee, ich habe immer noch drin. Oh Gott, ich trinke gar nicht so viel. Ja. Du quatscht ja auch ein bisschen mehr. Ist ja auch Sabbelwasser für dich hier. Stimmt. Plapperwasser. Du sagst Plapperwasser? Nein, ich sag eigentlich gar nichts von dem, aber ich habe deswegen, ich sag immer Champagne. Champagne, ja? Champagne. Nein, ich trinke auch Rum oder so gerne, aber es hätte keinen Sinn gemacht, weil dann hätten wir so ein bisschen daran genippt und ich finde es eher sowas, wo man die Klappe oder hält. Auch nicht. Oder? Na doch, beim Rum, wo ich ja, stimmt sage, schon. Ich hab teilweise bei Uwe oder bei David auch erwartet, dass wir einfach nur hier sitzen und so. Und für mich sind diese kleinen, genau. Das ist so der Genuss. Ein bisschen nordisch, denn, ja, super. Ja, Kommentare, 10 Minuten, noch so einfach nur so. So ein Kaminfeuer, wo du noch reingucken kannst, aber nicht zum Plappern, da ist eher sowas, ist da viel besser. Und wir hätten auch üppiges Essen denn dabei haben müssen. Was ich eh ein bisschen schade finde, dass wir hier nicht zum Essen. Du hast doch jetzt hier laute Cracker mitgebracht, komm, pack aus. Ja, aber die aus. Kann man nicht, nee, die sind so laut, doch, das geht nicht. Josef hat das in so vielen Folgen schon gemacht, aber dann gibt's nicht, der letzte, das letzte Mal hat er Pizza gegessen, um das zu legen. Mit seinem Gast. Hier, Blätterteig. Blätterteig mit Käse? Käsestängchen, ja. Aber ich lasse es jetzt nicht. Ich plapper lieber. Ja, aber es wäre schön jetzt hier so einen fetten Schweinsbraten. Bitte? Ja. Ich habe den nicht verstanden. Ein so laut. Einen fetten Schweinsbraten oder sowas hier. So ein Buffet, irgendwas Leckeres zum Kochen. Ja. Kann man sich ja auch mal überlegen. Ich gebe das mal weiter an Herrn Schenker. Würde ich gerne machen. Du meinst? Ja. Du machst italienische Küche hier? Nee, nein, nicht italienische Küche. Nee, schwere. Ein Fress-Podcast. Ja. Also das Gleiche, die Leute, die alle da waren, kommen nochmal und dann kochen wir. Und dann gibt es Wildschwein im Obelix-Style. Also andere kochen natürlich, ich habe keinen Bock, das irgendwie zu kochen. Kannst du?
Ich bilde mir ein, dass, dass wenn ich genug Zeit und Geduld hätte... Ist die italienische Mama quasi... Ja, doch, ich kann. Also ich mache manchmal so Experimente schon. Also was heißt Experimente? Ich koche schon und ja. Nicht nach Rezept, sondern du haust mal zusammen. Naja, hauen schon. Natürlich. Also ja, schon Fingerspitzengefühl ja. Und so. Nö, kann ich schon. Aber mir fehlt die Geduld und dann die Zeit auch oft. Wo ich so, oh nee, jetzt habe ich aber schnell Hunger. Wie oft kochst du in der Woche? Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Je nach Geil, Geduld. Oder? Ist bei mir aber genauso. Es ist wirklich krass phasenweise, aber es wird immer weniger. Ja, und ich finde, das erdet auch so. Also es hört sich so doof an. Aber wenn ich obergestresst bin, dann bringt es mir sehr viel, wenn ich irgendwelches Gemüse schnippel und runterkomme und dann sage, okay. Geht um die Garzeiten jetzt. Ja, genau. Und einfach schneiden und ruhig sein und so, ja, sich da in diesem kleinen Moment verlieren. Nee, sonst aber essen tue ich natürlich gerne. Also, klar. Kocht dein Kerl? Ja, ja. Der auch, aber auch nicht so viel. Der könnte auch mehr kochen. Wir sind, glaube ich, bequemer. Wir gehen eher raus essen. Ja, ist halt auch so verlockend hier, ne? In der Großstadt. Ja, aber schade teilweise. Die Angebote sind ja gut, okay, du hast einfach zu viel. Und du hast ja auch auf allen Ebenen was. Also in allen Richtungen. Genau. Was wieder cool ist an Berlin, was ich auch liebe an der Stadt, dass du dich halt reinschmeißen kannst in alle Szenen, die es gibt. Also für jeden ist was dabei. Also, ist mal ins KitKat reingelaufen oder so? Achso, so Szene, du meinst in Party-Szene? Natürlich, jeden Samstagabend im Latex. Nein, wahrscheinlich auch nicht Samstag, oder? Weiß ich nicht. Nee. Der kleine Mittwoch oder so. Der kleine Mittwoch, na wer läuft denn da rum? Cool. Nee, so meine ich es gar nicht. Also Partyszene, wie gesagt, die Partyzeit habe ich vorbei, schon lange vorbei oder hinter mich gebracht. Nee, eher so flaneurmäßig, dass du da durch die Bezirke, und das brauche ich total. Also zwischen den Terminen, die man so hat. Ja, gut, ich bin Kreuzbergerin, aber wenn man halt diese Zeitfenster, oh Gott, das ist ein doofes Wort, Zeitfenster, naja, also ja, so ist diese es. Überbrückungszeiten halt. Von Studio zu Studio. Genau, und so. Dass man oft in Café oder sagst du abhängt. Gerne Atelier? Nein, Atelier. Ich drehe gerade. Finde ich ja auch so ein komisches Ding, oder? Wenn die synchronen. Wir drehen. Wirklich? Ja. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Affig finde ich das, ja. Wir drehen, wenn sie im Synchronstudio stehen. Hallo? Im Synchronatelier. Was drehst du da? Egal. Aber gut, heißt halt so. Ich komme ja vom Ballett. Das heißt nicht so, das ist nicht korrekt. Ja, und wenn man dann halt in bestimmten Cafés, also ich bin auch so eine Kaffeehaustante, war ich immer schon. Ich liebe es, in Kaffeehäusern zu sitzen und auch mich vorzubereiten. Ich mache das lieber als zu Hause. Das heißt eher wie eine Melange oder Espresso? Seit einem Jahr trinke ich keinen Kaffee mehr. Ach, hör auf. Und? Eigentlich nur, weil ich wollte keine Milch mehr trinken, weil ich dann dachte, nee, Milch ist doof. Okay, das heißt, du warst die Macchiato-Fraktion. Die nee, hallo. Liter Milch und Prosecco Macchiato. Ja, hallo? Halt. Du sorgst dafür. Nein, Cappuccino oder sowas. Cappuccino, aber dann halt genau. Und Milch wollte ich nicht mehr. Dann dachte ich, nö. Und die Alternativen will ich jetzt hast du mal nicht. Probiert? Und Espresso nicht. Natürlich, aber Espresso ist auch eigentlich nur richtig geil, wenn du den in Napoli trinkst. Das ist flüssiges Gold. Nein, es gibt hier auch guten. Ey, aber ich muss sagen, das fängt schon direkt hinterm Pass an. Ja. Also als ich in die Toskana oder sowas, und du kommst an die nächste Raststätte, da, also mein letzter Trip war auch schon lange her. Na gut, aber warte mal, Brennerpass und Toskana ist ein großer Sprung. Aber für mich heißt das, wir wollten zur Toskana, aber wir sind sofort nach der Grenze über den Pass, sofort raus auf die nächste Raststätte. Und die allerletzte Tanke Euro hat den geilsten Cappuccino. Und hat so ein, Espresso einfach. Oder Espresso, und Espresso, ich brauchte nichts dazu, der war einfach so... Weil es geil ist. Oh, gehen wir nochmal rein? Ja, wir gehen nochmal rein. Noch ein zweites. Das fehlt mir. Und das werde ich auch wieder. Also auch so, Milch kann ich ja weglassen und so. Aber dann dachte ich, hey, wenn ich keine Milch und kein Dings, dann auch kein Zucker, noch geiler. Also reduziert stimmt, man. Zucker brauche ich schon im Espresso. Ja, eben, genau. Und dann, aber es wird auch wieder anfangen. Also, oder wieder kommen mit dem Kaffee. Aber jedenfalls, fühlst du dich anders besser? Jetzt mal ganz kurz. Noch dazu? Ich bin so eine Teetante. Ich trinke halt alle möglichen Tees. Ja. Aber es ist wahrscheinlich so eine Phase. Wer weiß, was als nächstes kommt. Aber trotzdem gehe ich in Cafés natürlich, auch wenn ich einen Tee Kokoswasser. Trinke. Kokoswasser. Kommt als nächstes. Und Chiasamen mit dem Müsli-Mix von, Teesorten. Und, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Kaffeehäusern, genau. Und Kaffeehäusern, das ist so das cool, weil du halt, egal wo du denn sitzt oder in welchem Bezirk, du dann alles an dir vorbeiziehen siehst und die Impulse aufnehmen kannst und, und ich schreibe da auch viel mit. Also was ich höre. Früher habe ich das noch viel, viel mehr gemacht. Du hast ein kleines Notizbuch, Tagebuch für dich immer, oder so? Immer.
und nehme dann Sachen auf oder schreibe oder Sachen, wo ich dann sage, oh Gott, was für absurde Hast du Ideen? Dinge. Hast du Pläne? Ob ich Ideen habe? Willst du was raushauen? Hast du Nein, Ideen? Willst du was, also das ist ja noch ein, ja, das ist ja noch ein Bereich, in dem du jetzt noch nicht aufgetaucht bist. Und das finde ich, glaube ich, wo ich dann denke, also so, ja, schreiben mache ich eh immer so für mich, also sowieso und die Dinge rausschreiben. Ich habe auch eine Best-of seit, eigentlich seit 10 Jahren von allen Büchern, die wir aufgenommen haben, immer Sätze zum Niederknien. Mhm. Ich meine, du streichst dir raus und so. Die streiche ich mir raus und archiviere die auch. Also ich habe die echt alle irgendwo archiviert. Und meine Sätze, was, wenn ich irgendwas finde, was mich einfach anmacht, schreibe ich die auch auf oder Szenen oder ja, was so passiert im Leben. Das schreibe ich dann alles so fragmentarisch. Sehr fragmentarisch, ja. Ja, sehr fragmentarisch. Genau. Auf. Könnte ein Episodenfilm werden, meinst du? Irgendwie sowas, aber habe jetzt noch nicht, habe aber die Interesse. Also ich habe jetzt noch nichts da veröffentlicht oder sonst wie. Das, da, darum geht es mir auch nicht. Nee. Aber ich glaube, dass so der Punkt eben von damals Tanz, Schauspiel, Sprache, Wort, und wo ich dann denke, boah, es zieht mich schon extrem auch in die Richtung, noch mehr schreiben zu können oder zu formulieren. Ja. Selber, eigenständig oder zu plotten. Schreibst du noch Briefe? Nee, nur Nachrichten. Aber nicht irgendwelche. Sprachnachrichten, ne? Lol. Ja. Nein, nee, aber schon so längere Sachen, also so, wo man halt die Sprache auskostet. Also okay. In der SMS. Mit Kollegen. In der Short Message. Ja, oder in E-Mails oder so. Also, dass man dann da sich Wortspiele hin und her schmeißt. Das mag ich gerne. Ja, und deswegen, das ist so ein Ding mit der Sprache oder mit dem Schreiben, was ich noch, wo ich dann denke, oh, wenn ich da mehr Zeit hätte oder so, da würde ich mich gerne noch mehr reinknien. Oder in Geschichten auch entwickeln. Also diese Linie. Ja. Und es ist hier halt ständig, wird hier was geboten. Also es ist eigentlich fast zu viel Input. Was auch ein Nachteil wieder an Berlin ist, weil die Stadt kann dich schon auffressen. Kreativ sein kann man nur draußen alleine. Ja, und man muss aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Also manchmal ist es mir auch zu viel, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt so viel, was du schon durch die Arbeit, mit welchen Themen du konfrontiert bist und dann noch, was du für Interessen hast und dies. Und dann muss man auch manchmal einfach zumachen. Und dann... Und dann geht es in die Laube, in die Lausitz. Ja, und dann irgendwie in die Natur. Ja, doch? Ja, doch, auf jeden Fall. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, also dass man da wieder sich erdet. Yoga macht. Hast du schon deine Waldspaziergänge gemacht im Herbst jetzt? Ja, natürlich, ich mache das regelmäßig. Deine Terpene eingeatmet? Ja, ich mache... Heißen die so? Pertene? Ich habe es gerade gelesen. Terpene, das hört sich so chemikalisch an. Ja, biologisch. Ach so. Diese Botenstoffe, die da rumfliegen. Oh, ich habe gerade gestern... Gestern waren wir spazieren und da habe ich so... Medizin, Wald und so. Genau, da habe ich so schön Tannenduft, dachte ich so, oh, was für ein geiler Tannenduft. Und das tut ja so gut. Und die Tiere, wenn man sie denn hört in Berlin. Also jetzt irgendwelchen... Wildschweine im Mai. Ja, Wildschweine im Mai. Nein, das ist cool und das erdet und das brauche ich auch. Also gut, jetzt, wenn man wegfährt und so, ist es auch immer das Naturding. Das heißt, du machst keinen Städteurlaub gerade, sondern dann schon raus eher? Ja, eher, wenn man was zu tun hat in Städten, aber ich mag dann lieber die Natur, also wo man wirklich dann Ruhe hat. Weil Städte ist Arbeit, oder was heißt Arbeit? Es ist zu viel Input. Was cool ist, aber da muss man auch fit sein. Und meistens, wenn ich dann, also wenn ich wegfahre, dann ist der Ausgleich. Ja, dann brauche ich echt Ruhe und das Naturelement. Also in dem Fall dann halt das Meer auch, klar. Ja. Und das Südliche. Also das Mittelmeer eher als das Mediterran als Atlantik. Auf jeden Fall, ja. Und das ist ein guter Ausgleich. Wieder so, um die Batterie zu füllen und so ein bisschen, einfach nur in die Landschaft zu gucken oder aufs Meer. Schaffst du das ein-, zweimal im Jahr oder was? Ja, einmal habe ich es mir irgendwie... Einmal lang und zweimal kurz? So leider nicht so lang. Es könnte länger sein, irgendwie die letzte Zeit, wo man auch mal aufpassen muss, dass man sich da eigentlich... Ja, mehr... Gönnen ist auch ein komisches Wort. Nein, aber dass man mehr macht als jetzt mal kurz. Du hast doch noch einen alten Mietvertrag, oder? Das müsste eigentlich klar gehen, oder? Alten Mietvertrag? Du meinst... Ja. Du hast doch Glück gehabt. Du hast dich noch lange nicht bewegt, oder nicht? Naja, aber trotzdem, es kostet ja auch, wobei. Ja. Ja gut, wir sind meistens bei Freunden, denn irgendwie was dann eh auch nochmal was anderes ist, als wenn man jetzt so Touri-mäßig irgendwie umherfährt. Und aber das ist wichtig und das ist schön. Ich träume ja auch immer noch von so einer Künstlerkolonie.
Ja, da komme ich her, da bin ich groß geworden, in Worpswede. Ach nein, nee, echt daher? Ach, und wie war's? Das und war ja nicht mehr, das war ja nicht mehr deine Kolonie. Das war ja um 1900 rum und so. Als, auch damals, als du dann in deinem früheren Leben. Ja, genau. Ja. Mit Paula und so. Ach genau, Modas und Becker, ne? Ja. Und so. Ja, cool. Na gut, aber das, ja, das hört sich auch schon wieder so hochtrabend an. Nein, aber so in der Natur und wo dann so alle möglichen Leute, die da auftauchen können. Plenärmalerei ausüben. Ja, so alle aus allen Sparten, weißt du, so, wo die dann, ja, sowas ist cool. Aber mit der Natur denn. Und wenn man Lust hat, dann kann man wieder in die Stadt. Super. Ja. Also so ein Drei-Seiten-Hof in Brandenburg. nee, das muss schon woanders sein. Ach, du willst schon, doch, du willst schon in Süden. Also Südeuropa. Mhm. Ja. Ja. Wäre schön. Da möchtest du also auch deine Rente genießen. Oh Gott, Rente. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Kriegst du nicht auch ab und zu so einen Rentenbescheid? Ja, aber der ist lächerlich. Das ist lächerlich, ne? Ja, es ist ja voll. Nee, darüber. Bist du in der KSK? Ja. Ja. Mhm. Für alle, die es nicht wissen. In der Künstlersozialkasse. Ja. Genau. Ja, aber gut, da, wenn man sich darüber einen Kopf macht, weiß ich auch nicht. Nee, da will ich mir darüber gar keinen Kopf machen. Nur, wer weiß schon, was kommt. Ja, aber ich meine, das ist ganz doch schön, weil also ich meine, einerseits lässt dieser spezielle Berufsbereich Sprechen im Synchronhörbuch lässt ja auch zu, dass du weit über deine Renteneintrittsalterzeit arbeiten kannst. Ja. Aber es ist scheiße, wenn man muss. Ja, ja. Also und jetzt also es gibt ja Menschen, manche, die dann das auch so sehr brauchen, das auch gar nicht loslassen könnten. Also eigentlich arbeiten bis. Also es ist super, also ich meine natürlich, du machst es, also oder ich mach's ja aus einer Leidenschaft daraus. Ja. Aber das ist jetzt das Nonplusultra und das alles ist und ich da. Nee. Dafür bist du oft genug rausgekommen, ne? Ja. Italien, Iran. Ja. Und andere Sachen da habe ich irgendwie, ja genau, und da finde ich das Leben interessanter. Also mich reizt das Leben mehr als jetzt da irgendwie. Das heißt, du kannst das schon auch trennen? Beruf? Naja. Das ist schon alles. Also es ist so komisch. Vielleicht ein Widerspruch, ne? Ja, ist also so egal, wie wir leben. Nee, ja, ja. Das ist eine Berufung, aber nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich muss jetzt hier Karriere machen oder ich muss jetzt das und das und da dranbleiben. Und klar, ich könnte jetzt nicht einfach verschwinden, weil dann ist es auch ein bisschen schwierig, kann man nicht sagen, sich jetzt verabschieden und dann ich komme mal irgendwann wieder. Aber sich auch so ein bisschen tragen lassen, also was das Leben so bietet und der Abenteuerspielplatz. Du hast ja schon jetzt im Vorfeld, in Vorbereitung für unser Gespräch, hast du ja gestanden, dass du dir jetzt endlich mal ein paar Folgen angehört hast. Ja. Deswegen weißt du jetzt, was jetzt für eine Frage kommt. Ach so, was kommt denn? Nee, also weil wir arbeiten gerade darauf hin, dass sie zwangsläufig kommt. Ach so, echt, dann haben wir so einen tollen dramaturgischen Bogen, das ist ja geil. Nein, ich meine im Sinne von... Ja. Es ist dir schon wichtig und bla, aber wenn du jetzt nicht mehr arbeiten müsstest, weil du meinetwegen diese Sofortrente von 5.000 € gewinnst oder es gibt das. Ja, dann würde ich sowas machen, dann würde ich so ein, und dann hätte ich halt so ein. Was würde sich bei dir ändern? Was? Würdest du. Gibt es da unvollendete, unverwirklichte Seiten, denen du mehr Raum geben würdest, würdest du weiter annehmen? Ja, ich würde zum Beispiel, also wenn ich jetzt richtig viel Kohle hätte und so. Dann was heißt richtig viel Kohle? So, dass es reicht, ohne dass du... Naja, nö, das müsste schon richtig viel sein. Da kommt die Gier. Deswegen müssen wir alle einfach zugrunde gehen. Ja, nee, dann würde ich gerne Mäzenin sein. Dann würde ich gerne Leute unterstützen. Also würde ich gerne sagen, so, du und du, ihr macht jetzt mal... Ja, das wäre so, das hätte ich mir echt gewünscht. Also so viel Kohle haben, Stipendien wo ich dann sage, verteilen. Ja, also so eine Villa Massimo, also diese, weißt du, was das ist, also so ein... Wo kannst du da hinkommen? Kannst du zum Schreiben zum Beispiel oder so finanziert werden? Sowas, ja. Das wäre mein größter Traum, wo ich dann sage, okay, und die Leute, die man kennt, was weiß ich, aus der Kunstszene oder Literatur oder sonst wie, Schauspieler, wo man sagt, entwickel Musiker, mal. Also ja, da hat man jetzt dann viele Verbindungen, dass man dann einfach sagt, jetzt mach doch mal dieses Konzept oder so, also das mache ich eh gerne. Denn Leute zu connecten oder dass man halt Ideen hat und dann sagt, gut, ja, ja. Was ist denn das für ein Anstandsrest? Jetzt schreib den mal weg. Warte mal, ich trinke mal. Ja, das ist schon ein bisschen fad. Oder wie heißt es? Abgestanden. Abgestanden, ja. Ja. Ja, und dass man sagt, du, jetzt hier hast du so und so viel Kohle, jetzt schreib doch mal sowas
oder was du schon immer schreiben wolltest. Ja, was du schon. Sorry. Entschuldigung. Ich spreche das Hörbuch. Ich spreche nein. Oder entwickel doch mal das und das. Oder jetzt können wir mal sowas machen. Oder wir machen so ein geiles Event da und da mit 10 Musikern oder mit ja. Sowas okay, halt. Das ist welche, die Vorstellung, wenn du richtig Kohle hättest. Ja, aber wenn man welche jetzt Träume realisieren, die man dann halt sagt, ey, Geld, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Und da verrückte Sachen und einfach so, dass sich da jeder austoben kann. Mhm. Ja, das wäre geil, das mag ich. Das ist so, das so ist der Zauberer sein. Also so, so, wo du sagst so, hey, und Geld dafür spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle, mach dir keine Sorgen. Nein, aber sich da so, und ich finde das so schön, so dieses Gruppending da, jeder macht so seinen Teil und jeder hat so seine Freude daran und so, ja, das wäre, wenn jetzt so eine Fee kommen würde, dann würde ich mir das, glaube ich, wünschen. Und okay, so aber wenn wir das so reduzieren würden auf, in Anführungsstrichen, ein einfaches Grundeinkommen, was jetzt nur dich, meinetwegen noch deinen Partner mit absichern würde, was das für dich bedeuten würde, was würdest du in deiner jetzigen Situation dann, wenn du wüsstest, okay, du müsstest nicht für deine Miete gerade zumindest jetzt von Monat zu Monat denken müssen. Ja, was es bedeuten würde. Das heißt jetzt nicht, du kannst jetzt einen großen Hengst rauslassen und alle Leute irgendwie zur Kunst ermuntern, aber für dich generell? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Komisch eigentlich. Ein Sabbatjahr einlegen. Ja, ich meine, eins wüsste ich doch, natürlich. Ich würde halt auf jeden Fall reisen. Also ich würde halt wirklich, wo ich sage, boah, ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Das ja. Aber die Sache ist, dann unter den gleichen Konditionen wieder hier anknüpfen. So wurde dann eben sagt, oh, ja. Mhm. Aber sonst wüsste ich nicht. Also ich habe jetzt da nicht, wo ich sage, ich will das und das haben. Also materielle Dinge eh nicht. Reizen mich nicht so oder interessieren mich nicht so. Nö, ich glaube, mein Traum, also ich habe diesen hochtrabenden. Fährst du auch smart? Ich fahre auch smart. Und das schon so lange, der kleine Süße. Ja. Aber du bist nicht mit dem hier, oder? Ja. Doch. Shit, darf man das jetzt sagen? Ja. Doch. Und ich fahre dich nachher auch nach Hause. Du wohnst in meiner Richtung. Du bist bestimmt mit den Öffentlichen, oder? Ja, ich bin natürlich mit den Öffentlichen. Du bist bestimmt. Ja. Nee, Quatsch, ich nehme mich nachher. Ich bin so, ein Arschloch-Angestellter. Hallo, weil du kriegst einen Taxigutschein. Echt? Ich scheiße, hätte ich das gewusst, dann hätten wir beide mit dem Taxi fahren können. Nein, ich bin ja auch woanders hergekommen. Quatsch, ich nehme dich nachher mit und dann fahren wir beide. Ich bin es gewöhnt. Also nein. Tanja von Aro ist Pegeltrinkerin, da passiert gar nichts. Also ab der dritten Flasche Prosecco oder Champagner geht's. Da fahre ich auch wirklich konzentriert. Ja, wollte gerade sagen, da geht dann erst. Gerade, nee, oh Gott, unberufen, toi, 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 jetzt, wo ich meine Brandblase habe und so, es passiert gerade so viel Ungeschick. Nein, alles zurückgenommen. Nein, wir, wie kommen wir jetzt darauf? Ach so, mit Traum und so. Traum. Nee, nach wie vor, ich bleibe bei meinem ganz hochtrabenden Traum und ich will Mäzen sowas. Werden. Ja, da werde ich, da wäre ich so glücklich. Und wo man dann so seine Wahlfamilie hat und dann, ja. Über die Lauscher-Lounge-Familie hinaus. Ja, und dann alle. Und dann sagen, was wolltest du denn schon immer? Und komm, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt ein Hörspiel mit einem ganzen Orchester und scheiß drauf. Yeah. Und dann kann man die Leute zusammenbringen, die man zusammenbringen will. Und die alle Bock haben. Ja, cool, super. Und die nicht um 6 nach Hause gehen, weil nee, die und Bezahlung dann, vorbei ist. Dann ist es so ein so ein Schlaraffenland. Cool. Siehst du? Ich sehe schon diese Wimmelbücher. Kennst du die? Nicht zu verwechseln mit Pimmelbücher. Nein, Wimmelbücher. Mit ja, natürlich, mit den 1500 kleinen Miniaturbildchen. Also das könnte man dann so grafisch so umsetzen. Na, mit den ganzen Leuten, die man so gern hat und so. Und baust du dir den Kosmos auf? Ja, denn genau, ich baue mir meinen eigenen Kosmos auf. Und aber er wäre ja auch grundsätzlich vorstellbar, weil das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja für alle. Ja. Das heißt, allen Stände ist zu. Das heißt, du könntest trotzdem, du müsstest gar nicht die Mäzenin sein, in dem Sinne, dass du die große Geldgeberin bist, sondern alle hätten, du musst sie nur überzeugen von dem Inhalt, dass das geil ist, diese Zeit zu investieren. Ja. Oh Gott, das ist ja Inhalte vermitteln. Nein, vermitteln, aber du musst einfach nur überzeugen, dass das ein tolles Projekt ist, was du da. Genau. Da hat jemand eine Idee, aber das und ist die Leute zusammenzubringen. Ja, ich bin ja jetzt nicht die Einzige, und alle können ihre Zeit investieren, weil sie aber wissen. Aber man entwickelt ja das Konzept dann zusammen. Also ich wäre jetzt nicht du. Also ich wäre gerne natürlich die. Die den Hut auf hat. Die den Hut, nein. ach so, stimmt, dann hätten das ja alle.
Ja, es ist nur so ein weiter, ne? Wir spinnen, ja. Ja, wir spinnen, genau. Aber wollen es aber irgendwie. Ja, wir wollen das auch. Wir wollen es auch. Ja, ja, ich bin schon dafür. Du, wenn, ist man, so. Wenn man an eine Sache glaubt, dann ja. Kann man es auch irgendwie umsetzen. Es gibt keine Alternative. Nee. Es gibt. Wie nennen wir das denn? Was? Utopia. Nein, das ist ja. Gibt es ja schon genügend Bücher und es gibt genügend Vorträge und es gibt so. Also, das gibt's so, das machen doch viele. So in 30 Leute, Jahren, das, ich meine, das ist alles immer nicht Thema bei der Bundeswahl gewesen, so. Mhm. Also Digitalisierung und was die Maschinen uns abnehmen können, sollen sie auch machen, verdammt. Es gibt genügend Arbeit, die sowieso bescheuert und verblöend ist für Menschen. Und wir haben alle aber sicherlich irgendwo eine innere Agenda, auf die wir Bock haben. Und es ist egal, was es ist. Es ist wertig genug. Mhm. Ob du deiner Nachbarin hilfst oder ob du selber ein Buch schreiben willst oder ob du, was auch immer, dich wieder um deine Familie kümmern willst, weil du dann auch die Zeit hast. Whatever. Ja, wobei vorhin, was du gesagt hast, mit dem, wenn ich jetzt die Zeit hatte, dann dachte ich erst, würde ich jetzt zum Beispiel mich hinsetzen und schreiben oder so. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt denn funktionieren würde. Weil also meistens ja, macht man ja auch Sachen unter Druck, also dass du dann sagst... Das stimmt, das kenne ich auch. Oh, wenn ich jetzt, also hätte ich jetzt genug... Boah, dann ist ja nicht so dieser... Dann geht's dir zu gut. Ja, dann geht's einem zu gut. Also dann ich glaube, brauchst du einen Leinsdruck, ja. Weil du Stoffe machen würdest, die... Ja, und diesen Stress auch, das ist ja meistens viel, viel besser. Man jammert dann und sagt dann, oh Gott, es ist gerade so viel. Und dann, aber das gibt das bringt Potenzial auch. Und Input. Ja, man muss es nur richtig handeln können und sich nicht übernehmen und da ein bisschen Ausgleich schaffen. Ich glaube, das ist immer das Wichtige. Und sich nicht zu wichtig nehmen. Na, das eh. Sich überhaupt nicht so wichtig nehmen. Gar nicht eigentlich. Mhm. Nein, doch ein bisschen schon. Ja, aber im Sinne von sich selbst schätzen und nicht Raubbau an seinen eigenen Ressourcen zu betreiben. Das ist auch wichtig, sich gut ernähren und so. Mhm. Ab und zu mal. Ab und zu mal Klingeling. Ne? Ja, und ich trinke eigentlich nur noch beruflich, muss ich gestehen. Ja, natürlich. Nee, ist wirklich gerade so, weil ich eigentlich das. Ich auch hier ist es so Herbsthassel und überall Bazils rum und. Das auch. Aber ich habe mich jetzt auch erwischt. Seitdem es jetzt so kühler wird, trinke ich jetzt auch ab und zu dann wieder so einen kleinen Grappa oder. Ja? Ja, wo ich sage. Für dich alleine? So, oder? Ja, so zu Hause. Ja? So ein bisschen so. Ach, jetzt könnte wieder so was. Ja. Gemütlicher ist, kuscheliger und so. Okay. Ja. Ich mach's gerade nur noch beruflich. Für mich privat habe ich mir so, denke ich mal so, ich will eigentlich klar bleiben. Ich habe voll Bock auf Nüchternheit gerade. Aber ich kenne das auch. Zum Beispiel Alkohol. Es gibt einfach Phasen, wo ich dann sage, das macht Spaß. Aber dann gibt's auch Phasen, wo ich dann denke, nee, überhaupt nicht, gar keine Lust. Das ist auch so schön, oder? Weil da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass ich dann irgendeinen Fall mal. Nee, ich habe überhaupt so gar keine, also in der bin ich sowieso nicht, bin gar kein Süchtiger. Also was das betrifft, bin ich nicht. Doch, süchtig. Ich glaube, ich habe schon Potenziale für so. Ja, ich rauche ja, ich bin Arschlochraucher. Stimmt, du bist ja ein Arschlochraucher. Mhm. Ja, genau, ich habe es nochmal schön ausgedrückt. Arschlochraucher. Fürchterlich. Aber das ist angenehm. Und ich bin auch nicht so ein Gruppendynamischer, der denn da so zwangs ist. Hasse ich, wenn dann alle trinken und dann, dass ich mir denke, nee, will ich jetzt nicht. Das macht ja auch nichts aus dann. Nö. Also wenn ich jetzt nicht Lust drauf habe, dann mache ich das nicht. Also bei so einer Vernissage. Ja, gerade da. Es ist ja ätzend. Da gehen alle nur wegen dem Saufen hin. Heißt das wegen des Saufens? Wegen dem Saufen, Mann, Alter. Nee, wegen dem Saufen, Mann. Und gucken sich die Sachen nicht an, aber das ist ja klassisch. Aufgrund des Trinkens. Aufgrund des Trinkens. und stellen sich denn wichtig daher. Aber es ist lustig, wie gesagt, ich mag ja sowas, und dann fallen sie aus der Reihe. Genau, und dann werden sie peinlich. Mhm. Ja. Aber ist auch schön, ne? Also das zu beobachten, eben das sich anzugucken, ist immer sehr witzig, aber manchmal auch anstrengend. Ich finde es manchmal zu viel. Und Berlin, die ganzen Freaks, ist kann witzig sein, da muss man aber auch gut drauf sein. Wenn es zu viel ist, dann, Was zu viel ist, ist zu viel. Ja, das hatte man jetzt auch schon. Was spielst du? Spielst du irgendwie einen freakigen Berliner oder einen Freakin? Ja. Das ist dann was für die EasyJet-Touristen. Die können sich dann daran erfreuen. Ich finde diese, also was ich immer so ein Phänomen finde, wo ich denke, es gibt die Jungs. Haben wir noch? Ja. Oh, geil, du bist vor mir fertig. Ja. Hey, ja. Na klar. Will ich das. Also es gibt so diese, wie soll man sagen, so antizyklisch oder antisaisonalen Menschen, die im Winter dann mit kurzer Hose rumlaufen. Oh Gott. Oder so, zumindest schon bei so 8 Grad, 10 Grad. Ich hatte auch einen gesehen. Vorhin gerade. Oder dann jetzt im Hochsommer haben die dann trotzdem so ein Pelzding an und noch irgendwie noch einen Hut oder eine Wollmütze, wo ich denke,
warum jetzt? Und dann denke ich immer, weil das zwangsläufig natürlich zu Irritationen hervorrufen in der Umgebung und Umfeld. Mhm. Ach so, du meinst, das, die wollen dann provozieren oder die sind ja also das heißt auf jeden Fall eine Form von Aufmerksamkeit, egal ob sie jetzt genau also damit was für, einfach nur für sich eine Geltung haben wollen oder ob sie dann eine Agenda haben, wie auch immer. Das habe ich jetzt soweit gar nicht hinterfragt, aber ich denke immer, das ist so krass. Das ist das, also diese das sind sehr wenige immer einzelne, aber es gibt's so. Die dann wirklich. Ich hatte auch eine russische Kommilitonin, die tatsächlich bis in Oktober teilweise noch barfuß und in Sandalen irgendwie, die war einfach so krass kälteunempfindlich. So. Na gut, das gibt's die ja. Die ist wirklich auch die Leute, so in die Uni gelaufen, so. Und das fand ich auch immer extrem geil und hab's auch abgefeiert. Also, weil sie auch eine geile Sau war. Sie ist aber irgendwie dann so, Nee, ich hab das nicht versucht. Nee. Ich hab das gar nicht versucht. Ich hab das einfach grundlos anerkannt und. Na gut, wenn es dazu passt, also wenn es nicht irgendwie aufgesetzt ist oder das so. Das war Olga. Ja, Olga. Ja. Die gute alte Olga. Ja, die Olga. Olga. Gute Olga. Ja, wenn es authentisch ist, oder? Also ich meine, das ist ja dann auch nochmal was anderes. Ja. Läuft noch alles? Kannst du noch lesen? Oh Gott. Du musst auch noch Auto fahren. Also wer Auto fahren kann, ja, muss auch kann noch lesen. Oder? Mann. Ja, was hast du denn? Mal? Du, ja, es gibt so viel geile Bücher und so ich und weiß. Irgendwie da so ein, ich war, du weißt. Es gibt so viel Scheiße und es gibt so viel geile Sachen und irgendwelche. Ich brauche einen Gatekeeper, der das mal vernünftig selektiert. Ja, und Extrakte daraus zu lesen ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Nein, ich habe, gucke mal, du liest jetzt den Titel des Buchs. Kurt Tucholsky. Sprache ist eine Waffe. Ja, das sind Sprachgeschossen. Sprachglossen. Scharfgeschossen. Scharfgeschossen, Sprachglossen würde in seinem Fall auch passen. Und ich habe einfach mal, ja, das ist so eine Sammlung eigentlich von Sprachschnipseln, Anmerkungen und wichtigen Briefstellen. Wie kam es? Wie alt ist das Buch? Wie lange hast du das schon? Ewig, das ist auch ganz vergebt, hat auch noch so ein D-Mark-Titel. Ja, es sieht gelblich aus. Und irgendwie dachte ich, ja, das ist doch lustig, das ist kurz und schmerzlos und passt, hat was mit Sprache zu tun. Mhm. Es ist natürlich in der Weimarer Republik geschrieben, also ich meine, aber teilweise, und es geht um die deutsche Sprache und... Hat er da schon angeprangert, dass sie verhunzt wird? Ja, dass sie verhunzt wird, genau. Ja? Und ich mag das einfach, diese, ja, ist ja auch bei Kästner und so, wo ich dann teilweise denke, oh Gott, so eine Allgemeingültigkeit noch, also zu heute, auch Berlin-Bezug. Und irgendwie finde ich es witzig. Hm. Und damit haben wir ja tagtäglich zu tun. Mit diesen Sachen, also mit irgendwie Begrifflichkeiten oder, ja. Hast du Bock? Ja, du, das ist so ein kleines, also ich meine, es gibt so, ich habe hier so einige Wörter. Hast du so ein paar Wörter? Du kannst auch einfach wahllos Wörter aus der Seite. Du musst, ja, das Kunst. Nein, aber was ich auch so liebe, das sind einfach so Kolumnen auch. Ich würde gerne Kolumnen schreiben zum Beispiel. Ja, Carla Kolumna. Ja, wer ist denn das? Das ist irgendjemand, ne? Das ist die rasende Reporterin bei Bibi Blocksberg. Hörspiel. Ja, siehst du da, ja. Nee, Bibi Blocksberg habe ich gar nicht so... Ich kenne nur... Carla Kolumna, die überdrehte Reporterin, oh die Gott, immer die ganze Zeit... Überdreht. Ja, die ist sehr geil. Echt, ja? Okay. Ja, witzig. Nee, ich kenne nur 5 Freunde und 3 Fragezeichen. soll ich mal vorlesen? Hau mal raus, ich bin gespannt. Ich schenke mir noch einen kleinen Schluck. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwie was lesen kann. Aber es ist ja nur... Soll ich dir noch ein bisschen leuchten? Ja, leuchte doch mal. Die Augen sind ja auch nicht mehr die besten. Nur... Damit könnte das klappen. Wie gesagt. Besser? Das hat er unter seinem Pseudonym übrigens geschrieben. Peter und? Panther. Ja, also und dann hauen sie es zusammen später als Sprache ist eine Waffe. Ja, na gut, aber ist ja der gleiche. Also. Die Angelegenheit. Bei meiner Jagd auf Modewörter springt ein seltsam schwarz-weiß gestreiftes Ding durch die Grammatikbäume. Ich lege an. Es bekommt die Ironieladung gerade in den... Ich habe vergessen, wie wir Jäger diesen Teil des Wildes nennen. Und als ich näher trete, erkenne ich die Beute. Es ist die Angelegenheit. Das ist ja eine dolle Angelegenheit. In dem Wort schnattert so viel Offizierscasino. Und dorther kommt es wohl auch. Noch vor 3 Jahren gebrauchte man den Ausdruck richtig für Affair, für ein Gefüge von Ereignissen, Sachen, Personen, die alle zusammen eine Angelegenheit ausmachten. Das hat sich geändert. Der Gebrauch des Wortes hat sich zunächst ausgedehnt.
Es wird, wie fast alle Modewörter, wahllos auf halbfertig gedachte Begriffe angewendet, sodass eine Definition kaum noch möglich ist. Alles ist eine Angelegenheit und sie geht selten ohne Adjektiv aus. Sie hat leicht pejorativen Sinn. Also pejorativ heißt abwertend. Danke. Ja, bitte. Wenn einer Angelegenheit sagt oder schreibt, ist es, als rümpfe er verächtlich die Nase. Mhm. Angelegenheit wird auch recht reizvoll buschikos verwandt. Martha, eine verwandtschaftliche Angelegenheit. Auch wird das Wort dargesetzt, wo früher ein Adjektiv stand, also etwa so: Das Stück ist eine verjährte Angelegenheit. Es klingt mondäner, mehr aus der linken La Main. Wir schreiben das zwischen Frühstück und Golf. Neulich traf die Angelegenheit im Walde ein Tier, das ihm merkwürdig ähnlich sah. Sie beschnupperten sich, sie waren sich sympathisch, sie konnten sich riechen. »Wer bist du?« sagte die Angelegenheit. Das andere Tier hob stolz den Podex. »Ich bin das Problem«, sagte es. »Ah, drum«, sagte die Angelegenheit. Und im frischen Waldesgrün zeugten sie ein Kind. Das hieß Einstellung. Mit Hilfe dieser Wörter fallen den Schreibern die fertigen Artikel aus dem Munde. Es genügt, diese Ausdrücke aneinander zu setzen, und man hat einen Aufsatz. Meine Einstellung zu diesem Problem ist irgendwie eine komische Angelegenheit. Es ist wie wenn ein Kommis ein Monokel trägt. Eine halbe Brille. Peter Panther, 1926. Peter Panther. Peter Panther, nicht Pink Panther. Krass. Lustig, oder? Eine Angelegenheit, ein Problem schaffen, ja, ein Kind, ja, und das ist dann die Einstellung. Ja. Einstellung ist sowieso total falsch. Lustig, oder? Aber, ja, aber ist es nicht witzig? Und der hat hier so einige Sachen noch. Es gibt noch. Einstellung ist fast so schlimm wie Meinung. Ja. Oh Gott, was reden wir eigentlich hier? Oh nee, ist ja hart. Was hast du da denn noch? Ein Zigeunerschnitzel? Eine Zeitungsdeutsch und Brief. Darf man das noch sagen? Das darf man nicht sagen, aber das ist ja ein Zeitdokument. Ja, stimmt natürlich. Aber es steht nicht da. Es steht nicht da. Ich hätte noch hier, aber das sind zwei Seiten. Sollen wir das noch? Was oder soll ich noch eins? Oder ist komm, doch einer geht noch. Was hast du denn noch? Warte mal, ich hätte noch. Nee, die Angelegenheit hatten wir. Dann gibt es noch, das ist glaube ich noch Kurzzeitgedächtnis, vielleicht hast du noch eine. Kurzzeitgedächtnis. Kolossal. Die Angelegenheit hatten wir. Nein, aber das lohnt sich echt, das mal zu lesen. Das ist witzig, praktisch. Nee, ich glaube 100%. Oh Gott, kann ich das? Schaffe ich das noch? Ja, das machen wir einfach mal. Okay. Ist ja egal. Ich schneid's raus, wenn es ja, scheiße du wird. Schneid's, ja, genau. Also. 100%ig. Ja. Nee, 100%. Mhm. Sag du mal den Titel. Gelesen von An- und Abbinder. Sie hören 100%. Gelesen von Tanja Fornaro. Schön hast du das gemacht. Haben Sie einmal einen alten deutschen Almanach gelesen? Sie sollten das nicht versäumen. Es ist sehr lehrreich. Nach bereits 4 Seiten werden Sie merken, ja, Deutsch ist es. Aber es ist ein anderes Deutsch. Ein uns fremdes Deutsch. Und woran liegt das? Das liegt nicht nur am Satzbau und an den Modewörtern, es liegt vor allem an den Bildern, die die Sprache gebraucht. Denken Sie nur an die Bilder der Romantik, wo es eine Zeit lang Mode war, Eigenschaften des Ganzen auf einen Teil zu übertragen. Er hatte gutmütige Schultern und einen winzigen Hut. So hat jede Zeit ihre Moden gehabt. Gute Schriftsteller vermeiden Modewörter, wo sie nur können. Woran man Modewörter erkennt? Man erkennt sie nicht. Man muss das fühlen. Ich will Ihnen ein besonders dümmliches vorstellen. Da oben steht es und heißt 100%ig. Es muss eine Schicht der schlimmsten Halbbildung gewesen sein, die das aufgebracht haben. Ganz recht. Amerika. Denn dass kaufmännische Bilder in die Sprache dringen, ist etwas Verständliches. Früher war es die Bibel und der Handwerker, die der Sprache Farbe gegeben haben. Heute ist es der Kaufmann. Soweit, so gut. Aber es wird ein bisschen viel mit Prozenten nachgerechnet. Auch in Sparten wurde dergleichen gar nichts besagt. Die Sprache ist nach folgenden Regeln verdorben worden. Wenn einer sagen will, die Hälfte, dann sagt er 50%. Er meint, das sei gebildeter. Wegen des Fremdworts und überhaupt. Wenn er aber sagen will, die Mehrzahl, dann sagt er 80% oder 75%. Je nach dem Wetter und je nach dem Gefühl. Es hört sich mächtig, exakt und sehr genau an, ist das aber gar nicht, denn eine Statistik liegt dieser Angabe nicht zugrunde.
Der Sprecher hat sich ja auch weiter nichts dabei gedacht. Er hat das so hingesagt. Es ist wie wenn einer von der Küchenwaage Milligramm abliest. Wenn aber einer sagen will, alle, ganz und gar, vollständig, dann sagt er das nicht. Wie man ja überhaupt einen schlechten Stilisten immer daran erkennt, dass er nicht einfach das sagt, was er meint, sondern dass er es auf albernen Umwegen sagt. Wenn einer sagen will, alle, dann sagt er hundertprozentig. Und dann hat er aber was gesagt. Da zittert ja die Watte in den Schultern. Wenn ich nicht irre, sind es die Filmleute gewesen, die mit dem schrecklichen Untertitel »Ein hundertprozentiger Tonfilm« die Ausbreitung dieser Stilkrankheit wesentlich gefördert haben. Diese Einbeziehung des Handels in die Kunst ist ja manchmal nicht ganz unangebracht. Aber dass nun alles, aber auch alles hundertprozentig sein soll, das ist bitter. Man soll gewiss eine lebende Sprache nicht mit dem Metermaß schulmeistern wollen, das ist schon richtig. Aber dieses törichte und hässliche Wort, das wird stumpfsinnig und gedankenlos nachgeplappert. Trägt Liebe Zinsen? Sie muss doch wohl, denn es gibt da hundertprozentige Liebesheiraten. Und einer ist ein hundertprozentiger Mann, wobei noch nicht einmal an die Rücklagen gedacht ist und nicht an die Inneneinrichtung, die mit einer Mark abgeschrieben zu sein scheint. Nein, zu Buch steht. Und wenn Herr Klarierer von der Sofafilm ein hundertprozentiger Fachmann sein hundertprozentiges Ehrenwort gibt, dass 80% aller Filme, die er herstellt, hundertprozentig volle Häuser machen, weil sich das Publikum zu 60% aus Rheinweintrinkern zusammensetzt und hundertprozentig begeistert ist, so kann man diesem Ehrenwort etwa zu 0,4% Glauben schenken. Bei dem Kampf um die Sprachreinheit unterliegt fast immer der, der die Sprache sauber halten will. Und das Verschmierte, das Laute, das Halb- und Falschgebildete setzt sich durch. Und es setzt sich nur durch, weil sich die meisten Leute nicht klar sind über das, was sie schreiben und nur sehr wenig über das, was sie sprechen. Körperliche Reinlichkeit ist zu allen Zeiten dieselbe gewesen. Nur die Formen, unter denen sie erreicht wird, wechseln. Man braucht gewiss nicht zu altertümeln, aber man spreche reinlich und man schreibe reinlich. Modewörter? Meine Einstellung ist rein menschlich irgendwie die, dass das Wort hundertprozentig eine 101-prozentige Sprachdummheit ist. Peter Panther, 1930. Hundertprozentig. 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 Ja, und darauf nochmal, ey, du hast nichts mehr, ich hab noch was. Ich hab so ein Mini-Stückchen. Geil, dass du hier mit Sprachnazis kommst. Entschuldige bitte. Ja, nein, du, ich stehe dazu. Ich bin ja zur Hälfte Deutsch. Das auch. Und das nochmal reingehauen. Ja, es ist witzig, oder? Ich finde es sehr, sehr lustig. Du, es ist ja mit Humor. Es ist ja... Voll. Ja. Und ich mag das. Wir machen jetzt mal einen Tucholsky-Rap. Wollen wir das nicht machen? 100%, Digi, 100%, Digi, 100%, Digi, 100%. Das ist geil. Komm, das machen wir jetzt mal als Aufgabe. Ich gebe dir auch Geld dafür. Stimmt, du als Mäzen. Von dem Geld, ich als Mäzenin, von dem Geld, ey Mann, das mache ich irgendwie klar. Ja. Deswegen Sonnenallee, wir müssen irgendeine Connection schaffen und dann, wir müssen die einfach mal ein bisschen davon überzeugen. Wen jetzt? Die Jungs aus der, ja. Ach so, du meinst Tucholsky-Rap und Goethe-Rap und so, ja. Ist immer, ja gut, das gibt's ja alle schon. Aber einfach, dass man da mal so ein bisschen in die Kultur investiert. Wobei auch gerade, ja, ja, klar. Aber auch, es gibt ja da auch schon sehr bildgewaltige und sprachgewaltige Vorbilder im Rap. Ja, also auch, natürlich. Auch die harten Jungs erreichen. Natürlich, natürlich, das stimmt. Ja, das ist auch immer schön, wenn man es dann sieht. Und wie sie sich damit auseinandersetzen, die kleinen Jungs. Die kleinen und die großen ein bisschen. Die großen Jungs auch so ein bisschen, dann nochmal ein bisschen reflektieren und ja. Ja, das ist, hey, das machen wir. Finde ich gut. Ja, finde ich cool. Dann laden wir Peter Lonzek noch ein, weil der ist ja auch Rapper. Ne? Der ist ja auch so, ja. Mhm. Ja. Wir machen jetzt so eine Hip-Hop-AG. So eine LL, nicht Cool J, sondern LL. Ja. Hey, komm, irgendwas. Du wirst lachen, aber es gibt es. Und ich bin nicht dabei? Es gibt interne Überlegungen gerade, weil wir relativ viele Musiker. Aber ich will nicht so eine Backstage-Schrulle da sein, die so büp, büp oder so. Nee. Du willst schon eine Strophe haben. Du willst eine Line haben. Ja, voll. Ich habe Line droppen. Ich habe auch mal, ja, droppen. Ich habe lustigerweise, Drop ist ein gutes Ding. Ich habe mich einen Workshop mal gemacht. Ja. Bei Drop Dynamic.
Okay. Ja, der sollte droppen mal, ist ein gutes Stichwort. Droppen, deswegen, genau, ja. Drop Dynamic. Und der hatte mir so einen Hip-Hop-Workshop, wo ich so das da dichten sollte und so. Meinen eigenen Song. Ich war aber nur einmal da. Ja. Aber ich will da wieder bist dran. Bist du fertig geworden? Ja, es war auch ein cooler. Es war über Breaking Bad. Also der hat gesagt, irgendein Thema, was dir gerade einfällt. Und ich glaube, in der Zeit war gerade Breaking Bad so. Also ich habe es gerade gesehen. Und dann habe ich so einen total coolen Rhyme darauf gemacht. Also ich habe mir eingebildet, das wäre sehr, sehr cool. Ein Rhyme oder hast du richtig so 16, hast du 16 Zeilen? Nee, das ist zu viel. Gemacht, das war jetzt so ein Anfang und so. Okay. Aber ich kam mir sehr cool dabei vor und und würde es gerne und weiter. Was sagte dein professioneller Freund dazu? Ja, ich glaube, der findet das affig. Egal, nee, das mache ich so ganz für mich und so. Ich will da so mein Ding machen. Okay, ich komme auf dich zurück. Ja, bitte, bitte, bitte. Wird. Also ich möchte da gerne... ja. Ja, das ist eh intern. Ich weiß nicht, inwiefern wir da mit nach außen gehen. Aber ja, egal. Das ist ja vollkommen Schnuppe. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja. Das ist klar. Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt brauche ich von dir eigentlich nur noch. Ja, ich möchte jetzt von dir. Nein, du musst eigentlich. Ich will jetzt nicht tanzen oder sonst was. Oh Gott. Für das Mikrofon bitte. Tanz. Oh, nochmal. Jetzt. Ja, und jetzt. Stimmt, du darfst atmen, als würdest du tanzen. Ja. Das kannst du nochmal machen. Aber nee, das dezent atmen. Also, ja. Nee. Wie jetzt? Nein, nicht ernsthaft, brauchst du nicht machen. Das was gut. Muss ich jetzt noch machen? Nein, ich wollte eigentlich nur, weil das für dich so signifikant ist, finde ich. Nochmal das R rollen? Ja, und dann und sagen wir sagen Tschüss, als würdest du mit meinem Handy auflegen. Das ist fies. Wieso? Weil mich da Leute mal so offen zu mir. Ciao, ciao, ciao. Meinst du das? Oh nee, das ist gemein. Ja, du bist ja nicht alleine damit, aber es gibt echt, du bist auf jeden Fall echt? Eine Kandidatin, weil der ist immer ja, so dieses, ich glaub, darf ich jetzt auflegen? Warte mal, tschüss, ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ja, ich glaube, Olli verarscht mich damit. Jetzt lege ich auf, Ja. Weißt du, das Nordische so mal, reicht doch einmal, ne? Tschüss. Reicht doch einmal, jetzt hopp mal. Ja. Ja. Links, rechts. Das ist mein südländisches Temperament. Also, ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Was soll ich jetzt noch? Einfach nur ciao, ciao? Wir sagen jetzt ciao. Offiziell. Okay, zusammen. Ja. Ciao. Oh Gott. Das ist wie ein Kinderbuch. Ciao, liebe Kinder. Nein, komm. Okay, auf drei. Ja. Eins, zwei. Ciao. Das war Tanja Fornaro und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.